Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu unserem besonderen Jubiläums-Joel-Media-Spezial. Schön, dass ihr heute Abend hierher gekommen seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet seid auf www.joelmedia.de oder später euch dieses Video anseht. Ihr wisst vermutlich, dass wir in jedem Jahr so ein Joel-Media-Spezial gemacht haben, wo wir uns ausgehend von den Evangelisationsreihen, die wir ja zuhaufe schon gemacht haben, oder einige zumindest, immer schauen wollten, wie sozusagen die aktuelle Weltlage ist in Bezug auf die Prophezeiung, die wir dort in den Evangelisationen studiert haben, also namentlich Offenbarung 13 und 14 und 17 und so weiter und so fort. Nun ist es so, dass in diesem Jahr wir ein besonderes Jubiläum haben, nämlich Joel Media wird 7 Jahre alt und so haben wir uns gedacht, es ist doch die Gelegenheit, vielleicht ein besonderes Joel Media Spezial zu machen. Und das wird in mancher Hinsicht anders sein als die, die ihr bisher so kennengelernt habt. Wir werden auch noch ein bisschen darüber sprechen, was so der Papst und der Trump in den letzten Monaten gemacht haben, aber das wird nicht den gesamten Raum einnehmen, sondern ich möchte mit euch etwas besprechen, was mir wirklich auf der Seele brennt und wo wir als Joel Media uns ganz Gott zur Verfügung stellen möchten. Wir haben uns vorüberlegt, was sollen wir in so einem Jubiläumsvideo tun? Sollen wir jetzt vielleicht zeigen, wie sind die Statistiken gewesen? Wie viele Leute haben eingeschaltet? Wie viele Leute haben Videos gedownloadet? Welche Rückmeldung hat es gegeben? Aber wir wollen nicht Joel Media so sehr in den Mittelpunkt stellen, sondern wollen diese Gelegenheit nutzen, dass wir etwas lernen über das Wort Gottes, von dem ich glaube, dass es absolut notwendig ist. Joel Media existiert nur aus einem Grund, nämlich das ewige Evangelium für Stuttgart, Deutschland und die ganze Welt zu verbreiten. Und damit sind wir Teil einer großen Bewegung. Und unser Wunsch ist es, dass dieses kleine Video heute, das übrigens dann so ungefähr das 2000. Video ist, das wir haben jetzt in diesen 7 Jahren, dieses Video ein Anstoß sein wird für mich, für uns alle und für alle, die es sehen werden und das dann vielleicht auch weiterleiten werden, dass wir ernst machen mit unserem Evangelisationsauftrag. Und dann, glaube ich, ist so ein Jubiläumsvortrag wirklich sinnvoll eingesetzt, wenn wir uns nicht einfach nur wie im Museum Gedanken machen, ja, was ist alles gewesen, oh, wie schön ist es gewesen, und uns überlegen, warum hat Gott uns an den Ort gestellt, wo wir sind? Und was wollen wir gemeinsam mit seiner Hilfe tun? Unser konkretes Jubiläum von Joel Media ist eigentlich schon ein paar Wochen zurück, und zwar im April 2012 sind wir auf Sendung gegangen. Wir haben damals schon eine Sendung gemacht in Höre Israel über 5. Mose 6, die uns ganz sehr am Herzen liegt. Also wenn ihr euch die mal anschauen wollt, 5. Mose 6, die Serie Höre Israel, das war so unser kleiner Beitrag zum Joel Media Jubiläum, weil das ist eines der wichtigsten Kapitel der ganzen Bibel. Und so soll es heute auch vor allem um die Bibel gehen, natürlich ein bisschen um Papst und Trump. Aber bevor wir beginnen, möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet und dann direkt mit dem Thema beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken, dass du in all den Jahren unser Leiter, unser Führer, unsere Weisheit, unsere Rettung, unsere Gnade, all das gewesen bist, was wir brauchen und noch viel mehr. Danke, dass du uns durch viele Schwierigkeiten durchgetragen hast, persönlicher Art, in der Gemeinde und darüber hinaus. Danke, dass du derselbe gestern, heute und in Ewigkeit bist. Und danke, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen. Und Herr, wir wollen jetzt diese Zeit nicht dafür nutzen, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen, sondern wir wollen dir danken für das, was du getan hast. Und wir wollen den Fokus darauf legen, wo wir stehen und was durch deinen Heiligen Geist getan werden kann und soll. Und Herr, ich möchte dich wirklich bitten von ganzem Herzen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, so wie du es versprochen hast. Du hast gesagt, dass wenn wir bitten, wir empfangen werden.
Und du hast gesagt, dass dein Werk abgeschlossen werden wird. Ich möchte dich bitten, dass dein Geist hindurchdringt in die Tiefen unserer Herzen, uns mit dem beeindruckt, was du gerne heute sagen möchtest. Und wir bitten dich, dass dein Wort in unseren Herzen ein Verlangen entfacht, dich zu lieben, dich zu ehren und dir zu folgen, wohin du uns aufstellst, ein Licht zu sein in dieser Welt und deine Wiederkunft, Herr Jesus, zu beschleunigen. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Amen. 2012 sah die Welt noch ein ganz klein wenig anders aus als heute. Damals war Barack Obama noch in seiner ersten Wahlperiode. Damals hieß der Papst noch Benedikt der 16., ja, der etwas ältere Bücherwurm, der ab und zu so mit dogmatisch schwierigen Behauptungen von sich reden machte. Damals hörte man von einer Flüchtlingskrise nur so in der Ferne. Und wir könnten weitergehen. Viele Dinge haben sich gerade in diesen letzten 7 Jahren erstaunlich verändert. Ich denke, wir alle, egal welcher politischen Überzeugung oder aus welchem kulturellen Hintergrund wir kommen, wir alle können sehen, die Welt ist in den letzten 7 Jahren hat eine dramatische Veränderung erlebt in vieler Hinsicht. Und wir haben in den letzten Jahren vor allem auch den Fokus gelegt, nicht so sehr auf die wirtschaftlichen und die sozialen Dinge und die politischen Veränderungen, sondern vor allem auf die religiösen, weil wir glauben, aus Offenbarung 13, dass dort der Schwerpunkt liegen muss. Wir haben viel Zeit in den letzten Juhl Media Spezials damit verbracht zu sehen, welche Agenda der Papst Franziskus so fährt. Und wir haben auch viel Zeit mit Amerika verbracht, weil wir erkannt haben, schon vor langer, langer Zeit als Adventgemeinde, dass diese beiden Mächte, Rom und Washington, letztendlich die Schlüsselorte sind. Wenn wir verstehen wollen, was auf diese Welt zukommt, müssen wir die biblischen Prophetien aus Offenbarung 13 verstehen und wir müssen sehen, was diese beiden Orte machen. Heute gibt es immer wieder den Versuch, uns abzulenken auf andere Gegenden der Welt, andere politische Akteure besonders hervorzuheben. Aber die Bibel sagt uns, dass an diesen beiden Orten, die für die Endzeit entscheidendsten Bewegungen stattfinden werden, die entscheidendsten Manöver gemacht werden. Deswegen wollen wir auch heute hier kurz noch einmal darauf eingehen. Wir haben ja gesehen, und ich gehe das nur ganz schnell durch, in den letzten Juhl Media Spezials, dass einiges passiert ist. Wir haben vor allem in den letzten beiden Jahren uns über das Reformationsjubiläum intensiv Gedanken gemacht, das wir ja studiert haben. Und vielleicht nur so ganz kurz nochmal so im Telegram-Stil, 5 Minuten, einen Überblick über das, was wir in den Jahren so an wesentlichen Dingen erkannt haben. Wir haben gesehen, das erinnert euch immer noch an dieses Video, nicht wahr? Tony Palmer, der dort eine Brücke geschlagen hat zwischen dem Papst und den Evangelikalen, eine Brücke, die es vorher so in dieser Form nicht gegeben hat, die es direkt dazu führte, dass sehr viele berühmte Evangelisten, Televangelisten, also Evangelisten, die im Fernsehen predigen, evangelikale Massenprediger, jetzt den Papst aufgesucht haben, mit ihm Kontakte geknüpft haben, ihn gelobt haben. Da gab es Treffen, das haben wir alles im Detail analysiert. Wir haben gesehen, wie führende Persönlichkeiten der Weltpolitik für den Papst eine globale Führungsrolle gefordert haben. Wir haben gesehen, wie der Papst nicht nur zu den Evangelikalen und den Lutheranern seine Hand ausgestreckt hat, sondern auch zu den Orthodoxen, weil sein Ziel ist natürlich, die gesamte Christenheit zusammenzubringen. Wir haben gesehen, wie der Papst auch in die Weltpolitik eingegriffen hat, wie er die entscheidende Schlüsselfigur gewesen ist in der Annäherung zwischen den USA und Kuba, in einem ganz dramatischen Durchbruch. Das haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie in den USA eine große, also Massen an Menschen sich für das Christentum als nationale Religion aussprechen. Wir werden heute noch ein bisschen mehr über diesen Gedanken vertiefen. Wir haben gesehen, wie einer der führenden Vatikan-Ratgeber gesagt hat, der Papst hat eine Agenda. Das war damals im Zusammenhang mit seiner berühmten USA-Reise. Und seine Agenda ist, dass weniger die persönlichen Freiheitsrechte entscheidend sind, sondern das allgemeine Gute. Das heißt,
der Nutzen für die Gesamtbevölkerung ist wichtiger als mein persönliches Privatrecht. Und das hatten wir gesehen, kommt aus der griechischen Philosophie von Aristoteles, die ja so Grundlage auch der katholischen Theologie ist. Wir haben gesehen, wie es in der evangelikalen Welt dann in den letzten Jahren zahlreiche Bewegungen gegeben hat, Ökumene sehr stark in den Vordergrund zu rücken, allesamt und besonders vom Papst sehr gefördert. Und wir haben gesehen, wie der Papst auch das Thema vom Klimawandel, das ja sehr umstritten ist und sehr diskutiert wird, ist heute nicht unser Thema, aber wie auch dieses Thema aufgegriffen hat und auch mit der Sonntagsruhe verknüpft hat. Wir haben gesehen, wie Time Magazine gesagt hat, das goldene Zeitalter des Katholizismus ist angebrochen. Und über diese Beziehung zu den Evangelikalen haben wir schon gesprochen. Der Papst hat in den letzten Jahren, die Zeitungen haben sich überschlagen. Er schreibt Weltgeschichte. Erstes Mal, ich war noch nie zuvor. Jedes Mal, wenn der Papst irgendwas tat, war es ein Durchbruch. So auch das Treffen mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen. Und wir haben auch gesehen, dass diese Kontakte nicht Einzelfänomene waren. Also man kann ja manchmal denken, naja, und das ist ja auch das große Anliegen von uns, also man kann ja manchmal denken, na jetzt treffen die sich, schütteln ein paar Hände, reden nette Worte und dann ist es wieder alles vergessen. Und unser Anliegen hier bei diesen Yole Media Spezials war ja zu zeigen, dass diese zum Teil spektakulären Treffen, diese spektakulären ersten Begegnungen weiterverfolgt worden sind, manchmal dann mehr hinter den Kulissen und dann nicht mehr so mit großen Schlagzeilen. Wir wollen nicht den Eindruck vermitteln, dass hier da was passiert und dann ist wieder nichts gewesen, ja, sondern wir wollen auch zeigen, wie diese Entwicklung manchmal im Stillen weitergeführt werden und wie die Akteure dran geblieben sind, hier zum Beispiel mit der weltweiten evangelikalen Allianz und dem Papst. Wir haben natürlich das Reformationsjubiläum genauer untersucht. Erinnert euch, wie der Papst dort nach Schweden auch gegangen ist, nach Lund. Und wir haben natürlich auch vor allem in den letzten Yole Media Spezials uns ein bisschen über Donald Trump unterhalten und seine starke und fast schon irritierende enge Verbindung zu den Evangelikalen in Amerika, die für ihn beten, als wäre er ein zweiter Messias, ja, ein Kyros, der das Volk befreit, trotz aller seiner persönlichen Skandale. Wir haben gesehen, dass es eine Regierung ist, die ganz stark auch von, nicht nur von Protestanten, sondern von ganz stark bibelgläubigen Evangelikalen geprägt wird, wie der Mike Pence zum Beispiel und auch andere, die durchaus ihren christlichen Glauben zu einem absoluten Maßstab oder zu einem Maßstab ihres politischen Handelns machen. Und wir haben gesagt, dass zumindest damit die Gegebenheiten, die Möglichkeiten schon sehr viel stärker sind, ein Szenario, wie Offenbarung 13 es beschreibt, realistisch zu machen. Wir haben gesehen, wie auch Trump immer wieder sich geäußert hat, wie er bestimmte Gesetze verändern wollte, um den Kirchen Amerika mehr politischen Einfluss zu geben. Das ist enorm signifikant, haben wir gesagt damals, weil Offenbarung 13 davon spricht, dass die Kirchen, dass die Protestanten, der abgefallene Protestantismus Amerikas, sich in die Gesetzgebung einmischen wird. Sie werden bewirken, so heißt es ja Offenbarung 13 immer, dass dort Gesetze gemacht werden zur Anbetung, die dann sogar mit erst wirtschaftlichen und dann sogar Todesstrafe geahndet werden. Also kommen wir ein bisschen zu dem, was so in dem letzten gut einem Jahr seit unserem letzten Yole Media passiert ist. Und ein paar Highlights. Wir werden nicht ganz, ganz, ganz viel anschauen, weil die Zeit uns dann auch nicht reichen würde. Aber schauen wir uns mal das hier an. Das ist hier von der Seite der evangelischen Kirche in Deutschland. Der Papst will die Einheit der Christen wachsen lassen. Was hat er gemacht? Er besucht den Weltkirchenrat anlässlich seines 70-jährigen Bestehens. Jetzt, was ist der Weltkirchenrat? Der Weltkirchenrat sitzt in Genf und ist eine ökumenische Versammlung im Wesentlichen der allermeisten Kirchen überhaupt. Ja? Es gibt eine Trennung zwischen dem Weltkirchenrat und der weltweiten evangelikalen Allianz. Das war die wir schon öfter in den Jahren zuvor behandelt haben, mit den Evangelikalen. Die sind oft etwas bibeltreuer. Das sind so die Charismatiker, das sind so die Baptisten, die auch Methodisten. Während der Weltkirchenrat eher so alle protestantischen und zum Teil auch orthodoxen Kirchen und so weiter beinhaltet. Und vor allem in den früheren Jahrzehnten etwas mehr liberaler geprägt war.
Und dieser Weltkirchenrat, der hatte jetzt 70-jähriges Bestehen und Papst Franziskus reiste nach Genf. Normalerweise, wenn ein Papst reist, verbindet er das immer mit verschiedenen Terminen. Ja, und in Genf kann man einige Termine wahrnehmen, ja, da sind einige Institutionen. Aber er ist wörtlich als Pilger nur zu diesem Ereignis gekommen. Da heißt es hier zum Beispiel, der Ehrengast des Tages machte klar, was ihm am Herzen liegt. Die Einheit unter uns solle wachsen, unterstrich Papst Franziskus. Es war ein klares Bekenntnis des Oberhaupts der Katholiken zur Ökumene. Also der Papst kommt quasi als Privatpilger sozusagen nach Genf und sagt den dort versammelten ganzen Kirchen im Weltkirchenrat, ich wünsche mir mehr Ökumene. Die Einheit muss wachsen. Und da heißt es hier, er wollte persönlich an den Feierlichkeiten dieses Jahrestages des Rates teilnehmen, auch um den Einsatz der katholischen Kirche für die ökumenische Sache zu bekräftigen. Also wir wollen Ökumene, betonte Franziskus. Und dann heißt es hier weiter, die Auslandsbischöfin der evangelischen Kirche in Deutschland, Petra Bosse-Huber, sprach von einem, Achtung, kirchenhistorischen Ereignis. Ja, man hat sich schon daran gewöhnt, wenn der Papst Franziskus was macht, ist es immer irgendwie Weltgeschichte. Da haben wir es schon wieder, ja, kirchenhistorisches Ereignis. Immerhin hatte es mehr als 3 Jahrzehnte gedauert, bis wieder ein Papst den Weg nach Genf gefunden hatte. Bislang hatten nur 2 Oberhäupter der katholischen Kirche der Ökumenezentrale ihre Aufwartung gemacht, Paul VI. Und Johannes Paul II. Beide verknüpften die ÖRK, also das ist der Ökumenische Rat der Kirchen, mit weiteren Terminen. Franziskus hingegen besuchte als Pilger nur den ÖRK, bei keinen der vielen anderen Institutionen in der UN-Stadt Genf legte er einen Stopp ein. Also, in der gesamten Geschichte dieses Weltkirchenrates waren überhaupt erst 2 Päpste jemals da und die waren immer da, weil die sowieso in Genf waren. Die haben so eine allgemeine Reise gemacht und haben dann auch quasi, teils aus Höflichkeit, teils natürlich auch aus Agenda, dort einen Besuch abgestattet. Aber hier kommt zum allerersten Mal ein Papst nach Genf nur und allein wegen dem Weltkirchenrat, um zu sagen, hey, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Wir wollen Ökumene machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist die katholische Kirche gar nicht Mitglied im Weltkirchenrat? Denn das ist sie nämlich gar nicht. Und das ist ein interessantes Phänomen. Dem Weltkirchenrat gehören protestantische, anglikanische, orthodoxe und altkatholische Kirchen sowie Freikirchen mit rund 560 Millionen Christen an. Die römisch-katholische Kirche, die rund 1,4 Milliarden Gläubigen vereint, arbeitet seit den 60er Jahren in wichtigen Gremien mit. Eine Mitgliedschaft der katholischen Kirche wird aber weder vom Vatikan noch vom Weltkirchenrat in Erwägung gezogen. Die katholische Kirche ist schlicht zu groß. Also die haben sich überlegt, okay, wir würden ja gerne eigentlich die katholische Kirche mitmachen lassen, aber wenn wir sie mit in den Weltkirchenrat nehmen, da ist es nämlich so, die Ämter werden besetzt nach der Größe der Kirche. Und wenn die katholische Kirche mehr als doppelt so groß ist als alle anderen Kirchen zusammen, hätte die sofort die gesamte Weltkirchenrat für sich eingenommen. Ja, und deswegen sind wir ein bisschen auf Distanz. Aber sie arbeiten eigentlich sehr, sehr eng zusammen. So sagt es auch Vatican News. Es geht um die Ökumene, hier Papstreise nach Genf. Und da wird es auch begründet, weshalb ist denn die katholische Kirche gar nicht Mitglied des Weltkirchenrats? Also warum machen die nicht mit, offiziell? Es gibt 2 Gründe. Einerseits versteht sich die katholische Kirche selber als Universalkirche. Die sagen, ja, warum sollen wir denn bei einem Weltkirchenrat mitmachen, wenn wir die Kirche sind? Wir sind die Weltkirche. Ja, die anderen, sie sind halt abgefallen, ja, aber wir sind auf einem Weg, sie wieder zurückzubringen. Und das würde es dann eine gewisse Spannung geben, wenn der Papst in einer doch komplexen Institution wie dem Weltkirchenrat sozusagen nur eine unter vielen Stimmen wäre. Also die katholische Kirche sagt, naja, also wenn der Papst jetzt nur einer von vielen ist, das wäre ein Problem. Ja, so geht's nicht. Wir arbeiten gerne mit, aber es muss immer klar sein, dass wir eigentlich sowieso die Weltkirche sind. Ne? Und dann kommt diese numerische Argumentation, das sind 500 Millionen Gläubige und die katholische Kirche hat über 1 Milliarde. Und das macht ja dann gar keinen Sinn. Genau, ich habe euch letztes Mal, glaube ich, erzählt von diesem Film, könnt ihr euch daran erinnern, von Papst Franziskus, dass da ein Film gedreht worden ist über ihn und wie der Film gemacht hat. Hier gibt es eine kleine Beschreibung dieses Filmes in der New York Times. Der Wim Wenders hat also diese Dokumentation gemacht
Und er bringt in diesem Film drei Dinge heraus, die besonders wichtig Franziskus sind, nämlich, dass er der erste jesuitische Papst ist, der erste Papst aus Amerika und der erste Papst mit dem Namen Franziskus. Und dann wird der Film hier sehr gelobt, wie das alles ganz toll ist. Und dass der Papst ein ganz freundliches Gesicht hat, einen intelligenten Blick, ein ganz schönes Lächeln, dass er so ganz freundlich und so ganz liebenswürdige Figur ist und dass er trotzdem nicht irgendwie so, so fanatisch ist, sondern dass er sich sehr gut auskennt mit den Problemen der modernen Welt, aber dass er mit einer Einfachheit spricht und trotzdem philosophisch informiert ist und zeigt, wie die römische katholische Kirche die Probleme der Welt doch ihnen entgegengehen kann. Naja, so viel zu dem Film, der ist eigentlich ganz gut angenommen worden in vielen Ländern und auch sehr gut bewertet worden und hat sicherlich auch viele Menschen beeindruckt mit der Idee, dass der Franziskus irgendwie so eine Art Retter auch sein könnte. Wir haben auch immer ein bisschen geschaut, wie es mit der anglikanischen Kirche steht. Auch dort ist der Papst ja dabei, die Fühle auszustrecken. Auch dort haben wir in den letzten Jahren einiges gesehen. Und auch in den letzten 12 Monaten hat es da wieder interessante Entwicklungen gegeben. Es gab ein neues Dokument zwischen der katholischen und der anglikanischen Kirche. Man kommt ja vor Dokumenten kaum noch hinterher. Ja? Das sind ständig neue Dokumente, die irgendwie zeigen, wir wollen noch mehr zusammen und noch mehr Heilung. Und man betont zwar, es gibt auch Unterschiede, aber wir wollen quasi den Prozess von den Gemeinsamkeiten her betrachten und nicht von den Unterschieden. Das kennt ihr wahrscheinlich schon, diese Art der Argumentation. Nicht wahr? Wir haben mehr, das uns vereint, als das uns trennt. Und da sind hier der Papst Franziskus und der Erzbischof, hier der anglikanische Justin Welby von Canterbury. Und da haben sie das unterschrieben. Und würde jetzt zu viel sein, das alles genau zu lesen. Aber es geht darum, wir wollen gemeinsam den Weg gehen, wir wollen voneinander lernen. Und die Idee dahinter ist, die Ökumene könnte vorankommen, wenn beide Kirchen sich überlegen, was können wir von den anderen lernen. Ja, was haben die anderen vielleicht, was wir lernen können? Und durch diesen Lernprozess, das nennt man dann Receptive Ecumenism. Also man nimmt etwas auf von den anderen, gibt es das, was wir was lernen können, und dadurch kommt man sich dann näher. Das wollen sie noch verstärken. Und ein Theologieprofessor hier an der Durham University sagt, dass dieses Statement einen bedeutsamen Schritt vorwärts, sowohl was die Methode als auch den Inhalt angeht, einen bedeutsamen Schritt vorwärts darstellt für die römisch-katholisch-anglikanische Ökumene. Also keine Nebensächlichkeit, sondern wieder ein weiterer Schritt auf diesem Heilen der, also im Sinne der katholischen Kirche, dass diese Kirchen wieder alle zusammenkommen. Ihr habt ja diese Idee von dem Receptive Learning, dass man voneinander lernt, Receptive Ecumenism, dass man vom anderen etwas annimmt und dadurch sich näher kommt. Das ist so die Idee. Also die Idee ist, statt dass ich dem anderen sage, dass er falsch liegt, was er besser machen muss, soll ich mich selbst hinterfragen als Kirche und überlegen, was kann ich jetzt von der katholischen Kirche lernen? Und die katholische Kirche fragt sich, was können wir von den Anglikanern lernen? Und das klingt erstmal ganz gut, nicht wahr? Weil das ist ja auf einer menschlichen Ebene sehr, sehr sinnvoll, dass man sich selbst hinterfragt und sich überlegt, was kann ich von anderen lernen? Aber das führt natürlich hier zu weiterer Ökumene. Und dann heißt es übrigens auch noch, diese Methode hat ihre Wurzeln in dem, was Johannes Paul II. Schon gesagt hat. Ich bin mehr davon überzeugt, dass wir noch unterschätzen, wie sehr Johannes Paul II. Eigentlich mit Verantwortung trägt für diese gesamte Entwicklung. Der hat sehr, sehr viel dort angestoßen, auch durch sein langes Pontifikat. Und entsprechend wird es auch bei den Katholiken hier aufgenommen. Und das wird hier sehr gelobt, es gibt viele Parallelen und zwischen dem, was auch der Papst selbst schon tut, denn der Papst möchte ja Erneuerung und Reformation in der katholischen Kirche, das wusstet ihr vielleicht schon, nicht wahr? Der Papst hat dieses Programm Erneuerung und Reformation, fast klingt so wie Erweckung, Reformation, nicht wahr? Der möchte, dass die katholische Kirche wieder relevanter wird und dass ihr Evangelium in die Welt hinausträgt und dass es auch immer mehr so mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil übereinstimmt und so weiter. Und so fort. Nun, was seht ihr hier? Manch einer wird jetzt vielleicht hier sofort irgendwie okkulte Symbole vermuten, aber nein, darum geht es nicht, keine okkulten Symbole. Es handelt sich um die Symbole von 5 großen Weltkirchen, nämlich das ist die katholische Kirche, das ist der päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen, das ist der lutherische Weltbund,
Das sind die reformierten Kirchen, das ist die anglikanische Kommunion und das sind, weiß das jemand? Das sind die Methodisten. Was haben diese fünf Kirchen gemeinsam? Die anglikanische Kirche, die methodistische Kirche, die reformierte, die katholische und die Lutheraner. Was haben die alle fünf gemeinsam? Wenn ihr euch an die letzten Jahre erinnert, was haben sie alle gemeinsam? Allesamt haben mittlerweile das Papier unterschrieben von der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Ihr erinnert euch vielleicht, dass damals 1999 die Lutheraner und die Katholiken da zusammenkamen und dann haben später sind die Methodisten dazugekommen, 2006 glaube ich war es, und dann ja im letzten Jahr auch die Reformierten, die Anglikaner haben sich auch im Prinzip angeschlossen. Also das sind die fünf großen Kirchen, die schon gemeinsam gesagt haben, in der Frage der Rechtfertigung aus dem Glauben, Stichwort 1517, Luther, Reformation, sind wir jetzt einer Meinung. Ja, und ihr erinnert euch, das war damals am 31. Oktober 1999, großer Eklat eigentlich, wenn man reformatorisch gesinnt ist. Und die haben sich jetzt dieses Jahr getroffen, Vertreter von allen fünf Kirchen, weil es gab jetzt das 20-jährige Jubiläum dieser gemeinsamen Erklärung, weil das war damals 1999, jetzt haben wir 2019, 20 Jahre lang gibt es diese Erklärung jetzt, einige sind ja ganz frisch auch erst dazugetreten. Und was haben Sie dort, Sie haben sich in Amerika getroffen, was haben Sie beschlossen? Sie haben gesagt, wir wollen das nochmal bestätigen, ja, wir stehen nach wie vor dazu, das ist ganz wichtig zu wissen, nicht, dass man denkt, das haben vielleicht früher was unterzeichnet, aber jetzt gilt das nicht mehr. Sie stehen nach wie vor dazu, bekennen das alles hier, geben noch ein paar Bibelverse an und wir wieder bestätigen diese Wahrheiten der Lehre von der Rechtfertigung und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, wir möchten gerne, dass jetzt grundsätzlich immer am 31. Oktober Liturgien gefeiert werden für die Rechtfertigung und für unser gemeinsames Verständnis. Also man möchte den 31. Oktober zu einem Termin machen, wo alle fünf Kirchen, die katholische, die evangelische, die methodistische, dass die quasi jährlich den 31. Oktober, den Reformationstag, nutzen, um diese Einheit über die Frage der Rechtfertigung jetzt zu feiern. Und da wird gesagt, der 31. Oktober ist ja der Vorabend zu Allerheiligen, weil für die katholische Kirche ist natürlich der Allerheiligen der wichtige Tag. Und jetzt sagt man, okay, statt dass man sozusagen Reformationstag feiert und feiert die Trennung von Rom, will man genau diesen Tag jetzt benutzen, um jährlich grundsätzlich immer wieder diese Einheit zu fördern. Und hat man ein paar neue Schritte ins Leben gerufen, dass man da ein neues Komitee gegründet hat, das es überwacht und wie diese Einheit noch mehr zusammenkommen soll und so weiter und so fort. Und ihr seht also, das sind nicht einfach nur emotionale Momente, wo man mal ein Papier unterschreibt, sondern das wird sehr systematisch weiterentwickelt. Die Idee, dass man das, was Luther damals gesagt hat, dass das trennt von Rom, das trennt nicht mehr und das soll jetzt gefördert werden. Wir haben ja auch ein bisschen über die Orthodoxen gesprochen und Papst Franziskus ist immer noch auch auf der Mission, die orthodoxen Christen zu erreichen. Dieses Jahr ist er jetzt in Bulgarien gewesen, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und Bulgarien ist ein schwieriges Pflaster, weil die orthodoxe, bulgarisch-orthodoxe Kirche sehr abweisend ist zu Rom. Ja, so ähnlich wie die russisch-orthodoxe auch, im Gegensatz zu den griechischen Orthodoxen zum Beispiel. Und da lesen wir, also ihr seht ja, aber der Papst, der lässt es sich nicht nehmen, trotzdem hier den Patriarchen die Medaille zu küssen. Da heißt es hier, 12 Uhr mittags beim Heiligen Synod der bulgarisch-orthodoxen Kirche. Der Papst aus Rom ist zu Besuch bei dem Gremium, das vor 4 Wochen noch erklärte, dass jede Form der gemeinsamen liturgischen Feier oder des Gebetes unannehmbar sei. Also die sagen noch, wir werden mit dem Papst nicht beten. Mit dem können wir nicht beten. Ja, also noch ziemlich krasse, krasse Distanz. Doch zu einer Art High Noon gerät die Begegnung des Papstes mit dem orthodoxen Patriarchen Neophyt nicht. Stattdessen fällt der Gast aus Rom quasi mit der Tür ins Haus. Schon in den ersten Sätzen seines Grußwortes spricht Franziskus vom Ziel der Eucharistiegemeinschaft. Also wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern. Ja? Also der kommt quasi zu den bulgarisch-orthodoxen, die sagen noch 4 Wochen vorher, wir werden mit dir nicht mal beten. Und er sagt, hey, wäre doch so schön, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern können. Ja? Also der hat eine Agenda, der will das unbedingt. Und er sagt dann, ja, wir haben alle Fehler gemacht
und er fordert sie auf, sich gemeinsam der Freude, der Vergebung, das wieder zu entdecken und spielt so einen Charme aus, dass jetzt der Patriarch Neophit sagt, naja, dort, wo es möglich ist, wollen wir ihm gerne folgen. Ja? Also 4 Wochen vorher noch, was wollen wir mit Rom? Ja? Und jetzt kommt der Franziskus umscharmt diesen Neophyt und dann sagt, ach naja, also so ganz verstellen wollen wir uns nicht, wir werden natürlich keine Kompromisse machen, aber vereint werden die Christen ja doch stärker sein. Ja? Und so heißt es hier im Kommentar, eine vielsagende Begründung der Ökumene. Und so seht ihr also, dass der Papst sich auch ganz besonders speziell für die Kirchen interessiert, die eher sehr auf Distanz sind gegenüber Rom. Ja. Wir haben das gesehen bei den russisch-orthodoxen, wir haben das gesehen mit den Evangelikalen, die ja traditionell eigentlich sehr weit weg von Rom waren. Wir haben das jetzt gesehen hier mit den Bulgaren. Also der Papst, der weiß, welche Kirchen relativ weit weg von Rom sind und die will er bezirzen. Ja, das ist einfach mal so als Beobachtung über die Jahre hinweg. Und da haben wir hier Kirchenführer beten ökumenisch für Frieden im Nahen Osten. Da kam eine ganze Reihe zusammen, das ging vor allem im Nahen Osten. Interessant ist hier die Teilnehmerliste, die da gewesen ist. In der Krypta kniet also 20 Kirchenvertreter des Ostens, umarmte etliche, wechselt mit jedem ein paar Worte. In der Krypta kniet der Papst vor dem Reliquienschrein des Heiligen und so weiter. Unter den Teilnehmern um ihn herum sind das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, Patriarch Bartholomäus I. von Konstantinopel, das Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche, Papst Tavadros II., Metropolit Hilarion von der russisch-orthodoxen Kirche, also da haben wir sie wieder, ja, und zahlreiche andere Vertreter orthodoxer und altorientalischer sowie mit Rom unierte Kirchen. Also er hat nicht nur die Evangelikalen, nicht nur die Protestanten auf dem Blick, sondern immer wieder auch die Orthodoxen, die er alle zusammenbringen will. Unser Fokus ist natürlich trotzdem in gewisser Weise die Evangelikalen, weil die haben die stärkste Macht in Amerika. Ja? Und wenn der Papst mit Amerika oder wenn Vatikan und Amerika zusammengehen wollen, dann wird das nicht ohne die Evangelikalen gehen. Und wir haben ja viel darüber schon gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Herrn Schirmacher, ja, den Professor Schirmacher, der dort auch eine leitende Funktion hat, der Thomas Schirmacher, in der evangelikalen Allianz. Und der berichtet jetzt interessanterweise vor einem Jahr hier über die Reaktion, die das hervorgerufen hat. Denn sein Engagement für das Zusammengehen mit dem Papst bleibt auch in den evangelikalen Kirchen nicht völlig unwidersprochen. Schaut mal hier die Überschrift: Thomas Schirmacher und der Botschafter der Evangelischen Allianz am Vatikan, Johnson. Uns wurde vorgeworfen, in eine spirituelle Union mit dem Antichristen einzutreten. Da gibt es also noch gläubige Evangelikale, die sagen zu den Führern ihrer weltweiten Organisation: Was macht ihr da? Wieso besucht ihr den Papst? Warum trefft ihr euch ständig mit dem? Warum macht ihr mit dem gemeinsame Sache? Uns wurde vorgeworfen, schreibt er hier, in eine spirituelle Union mit dem Antichristen einzutreten. Einige Evangelikale weigerten sich, an Treffen mit uns teilzunehmen, weil wir Papst Franziskus die Hand gegeben haben. Das schreiben die jetzt hier und berichten das weiter. Also, da könnt ihr sehen, die ganze Sache ist noch nicht gegessen. Da stehen noch Kämpfe aus. Nicht alle Protestanten haben ihr gesamtprotestantisches Erbe aufgegeben. Ja? Wir sehen zwar viele Führer und Leiter der großen Kirchen, die bewegen sich mit einem Affenzahn auf die Ökumene zu, aber es gibt noch viele Treue, wenn ich so sagen darf, die noch sehen. Es gibt fundamentale Unterschiede zwischen Rom und dem Protestantismus und wie ihr wisst, auch aus unserem prophetischen Verständnis werden noch sehr viele zu uns kommen. Ja? Und ich denke, das ist auch wichtig zu wissen, wenn wir von den Evangelikalen reden. Hier meistens meinen wir eher so Kirchenführer, Institutionen, aber im Kirchenvolk gibt es noch sehr viele, die das noch ganz anders sehen. Und der Schirmacher verteidigt sich dann und sagt, naja, wir sind natürlich nicht mit allem einverstanden und so Marienanbetung, das können wir natürlich nicht mitmachen und wir müssen trotzdem ja die Gemeinsamkeiten betonen. Ich weiß, vielleicht kennt ihr diese Art der Argumentation, Gemeinsamkeiten betonen. Und dann sagt er hier, dem gegenüber, also er sagt, ja, das, eigentlich gibt es viel mehr Protestanten, die Probleme haben mit der Rechtfertigung aus dem Glauben, dem gegenüber lehre inzwischen der Papst
die Rechtfertigung des Menschen aus dem Glauben, berichtete Idea weiter. Also der Thomas Schirmacher, der verantwortlich ist für die Theologie bei der weltweiten evangelikalen Allianz, der sagt hier allen Ernstes, der Papst hat seine Meinung geändert über das Thema von der Rechtfertigung aus dem Glauben, so wie es damals bei Luther diskutiert worden ist. Also der Mann, der über die Theologie wachen soll, der Protestanten dort, der sagt also, ja, der Papst hat sich geändert. Und ihr wisst vielleicht das berühmte Zitat, Rom ändert sich nie. Ja. Das war noch sehr interessant, auch das solltet ihr mal gehört haben. Der Papst verwirft die exzessive Forderung nach Souveränität und er fördert die Idee einer globalen Autorität. Nun, das war, ging ein bisschen mehr rum in den Medien. Was ist passiert? Das war jetzt schon Anfang diesen Jahres. Papst Franziskus, der fördert oder der kämpft für Schritte hin zu einer globalen Autorität, die die Rechte von individuellen Ländern überschreitet oder übertrifft. Also mit anderen Worten, es braucht eine Art Weltbehörde, eine Organisation, die mehr Autorität hat als die einzelnen Nationalstaaten. Wenn ihr das hört, solltet ihr ganz aufmerksam sein, weil so eine Behörde, so ein System, so eine Organisation dann mit ihren Erlassen und mit ihren Gesetzen nationales Recht brechen könnte. Warum? Er sagt, alles mit dem Ziel, das gemeinsame Gut zu erreichen. Zum Beispiel bei Themen wie Klimawandel oder Flüchtlinge. Nun, was sind die beiden großen Themen in unserer Welt, die gerade überall diskutiert werden? In jeder Talkshow, an jeder Straßenecke und in allen Zeitungen. Klimawandel und Flüchtlinge. Und der Papst mit einem, ich meine, der Vatikan hat ein Gespür für die Themen, die es braucht. Und es ist nicht ohne Grund, dass er diese beiden Themen erwähnt, denn jeder Mensch, egal was er über die Dinge denkt, würde zugeben, dass das Probleme unserer Welt sind, oder? Probleme, wo man menschlich sagen muss, das kriegt ein normaler Staat nicht mehr so alleine auf die Reihe. Und jetzt kommt der Papst und sagt, naja, also bei solchen Themen, wo es um unser aller Wohl geht, ja, denkt an diese Formulierung, aller Wohl, erinnert euch daran, was der Jeffrey Sachs, der Vatikanberater damals gesagt hat, als der Papst nach Amerika ging, der Papst hat eine Agenda, er möchte, dass das allgemeine Gut aller Menschen höher steht als die persönlichen Privatrechte. Könnt ihr euch erinnern? Das, was alle Menschen betrifft, ist wichtiger als mein persönliches Recht. Also wenn mein persönliches Recht auf Religionsfreiheit oder auf was auch immer für eine Freiheit das ist, mit dem Wunsch der Allgemeinheit kollidiert, dann steht das allgemeine Gut der Allgemeinheit höher. Ja? Und das als Grundlage hat der Papst, wenn er sagt, wir brauchen irgendeine Art von supranationaler Autorität, wir brauchen irgendeine Organisation, hier sagt er, wenn so ein supranationales allgemeines Gut klar identifiziert ist, dann muss man auch etwas haben, was speziell eine Autorität, die rechtlich und gemeinsam konstituiert ist, die dann auch dafür sorgt, dass es umgesetzt wird. Also nicht nur ein Papiertiger, der sagt, ja, wir müssten, wir könnten, wir sollten, sondern der Papst fordert, wir brauchen eine Struktur, mit der dann auch, jetzt mit meinen Worten, die Staaten gezwungen werden können, das zu tun, was nach Ansicht der meisten für alle wichtig ist. Ja? Und mit Offenbarung 13 im Hinterkopf, glaube ich, seht ihr hier, wie bestimmte Handwerkszeuge getestet werden. Ja, denn das könnte so ein Handwerkszeug sein, mit dem man auch Gesetze wie in Offenbarung 13 dann umsetzen kann. Genau, da wird es noch weiter beschrieben und so weiter und so fort. Aber er sagt hier, der Nationalstaat ist nicht länger in der Lage, das allgemeine Gut für seine Bevölkerung allein herzustellen. Mit anderen Worten, Deutschland ist nicht mehr allein in der Lage, dafür zu sorgen, dass es den Deutschen gut geht. Und Amerika allein ist nicht mehr in der Lage, dafür zu sorgen, dass es Amerika gut ist, den Amerikanern gut geht. Und deswegen brauchen wir irgendwas Größeres. Ja. Und ihr seht also, der Papst hat in all den Jahren nichts von seinem Eifer verloren. Ganz und gar nicht. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht, wenn es uns nicht jede Woche in den Schlagzeilen um die Ohren geschlagen wird, der Papst hat eine Agenda und er verfolgt sie ziemlich konsequent. Ganz gleich, ob wir konsequent sind in dem, was wir tun oder nicht.
Der Papst tut seine Arbeit, die er sich vorgenommen hat. Und das ist eine sehr interessante Beobachtung. Vielleicht ganz kurz noch etwas zu Donald Trump. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass letztes Mal wir schon gesehen haben, wie er quasi fast seine gesamte Mannschaft ausgewechselt hat. Ja? Es ist ja schwer, hinterherzukommen, wer dann jetzt noch Minister ist und wer schon wieder ausgewechselt ist. Und manchmal ist es schon der dritte oder der vierte. Und man weiß gar nicht mehr, wer aktuell Minister ist. Und da gab es diesen Jeff Sessions, den haben wir uns auch genauer angeschaut. Das wäre der Justizminister, der diesen denkwürdigen Satz gesagt hat. Ich paraphrasiere. Die Verfassung sagt, dass der Kongress keine Religion fördern soll. Die Verfassung sagt, dass das nur der Kongress nicht darf. Ein Bundesstaat könnte das sehr wohl dürfen. Ja, dieses Loch, das er quasi gesehen hat in dem Verfassungstext, wo wir gesehen haben, das könnte eine Möglichkeit sein, später mal Sonntagsgesetze durchzudrücken. Aber das Problem war, der Trump und der Sessions, die mochten sich nicht. Der Trump hat ihn immer beleidigt. Und da hat der Sessions auch schon beinahe aufgegeben. Dann hat er noch ein bisschen weitergemacht. Aber jetzt ist er mittlerweile auch gefeuert. Das heißt, er wird jetzt erstmal in der Form so mit seinen Ideen nicht mehr zum Tragen kommen. Das heißt aber nicht, dass es mangelt an Leuten, die irgendwie das Christentum in die Politik bringen wollen. Interessant fand ich folgende Studie. Man hat eine Studie gemacht unter Amerikanern und man wollte wissen, wer sind diejenigen, die am allermeisten Trump unterstützen? Also was würdet ihr schätzen? Welcher Typ Mensch in Amerika unterstützt den Donald Trump am allermeisten? Also ja, okay. Ihr kannst vielleicht ein bisschen genauer spezifizieren, was du damit meinst. Sehr konservative Menschen, okay, ja. Also es gab die Vermutung, dass es vor allem die evangelikalen Christen sind. Ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viele so Äußerungen, dass evangelikal, also vor allem ja auch wegen diesen ganzen Televangelisten, ja, Kenneth Copeland und die wir alle uns angeschaut haben, die da alle den Trump unterstützen in seinem Panel sind. Jetzt hat man das genauer studiert und hat Folgendes Interessantes rausgefunden. Es ist nämlich so, dass evangelikale Christen, die tatsächlich auch wöchentlich in den Gottesdienst gehen und tatsächlich auch selbst die Bibel lesen und tatsächlich auch selbst beten und möglicherweise sogar Mission machen, dass die gar nicht so sehr den Trump unterstützen. Seine Unterstützerbasis liegt ein bisschen knapp daneben, nämlich bei aktiven evangelikalen Christen sind es nur 74% Begeisterung für Trump, aber bei den inaktiven evangelikalen Christen sind es 81. Oder der eine Wissenschaftler führt das so aus, das höchste Level an Unterstützung sehen wir bei denen, bei religiösen Menschen, die sich selbst als wiedergeboren bezeichnen, die aber gar nicht so leben. Das heißt, der Trump wird am meisten unterstützt von Leuten, die ganz laut schreien, ich bin Christ, aber in ihrem Leben gar nicht das umsetzen. Und jetzt ratet mal, ist diese Gruppe an Menschen eher am Wachsen oder eher am Schrumpfen? Das ist eine Gruppe, die ist relativ verbreitet. Mit anderen Worten, die evangelikalen Christen, die auch wirklich Bibel lesen, die auch wirklich Jesus nachfolgen, die merken es irgendwie schon. Also der Trump, das ist ja also, der redet zwar immer, aber der tut ja gar nicht das, was er sagt, also so von einer christlichen Perspektive. Aber wenn ich selbst ein Christ bin, der immer nur auf die Bibel zeigt und auf die Bibel schwört und von der Bibel redet, aber nie selbst die Bibel richtig ernst nehme und in meinem Leben umsetze, dann habe ich auch kein Problem mit dem Trump. Ja? Das heißt, wenn wir uns wundern, wie kann es sein, dass Christen einen, weiß nicht, vorsichtig sein, ja, aber ihr würdet vielleicht schon zustimmen, dass der Trump jetzt nicht so der Idealstaatsmann ist, oder? Würdet ihr das zustimmen? Dass er durchaus Züge hat, wenn es nicht so viele demokratische Fesseln noch gäbe. Er könnte auch sehr wohl ein Tyrann sein. Er würde auch einen Diktator abgeben. Ja, also würde ich mich jetzt aus dem Fenster nehmen und sagen, wenn er die Möglichkeiten hätte, würde er auch eine Diktatur errichten. Von seiner Persönlichkeitsstruktur her, von den Dingen, wie er so Diktatoren in der Welt auch schätzt. Wie können Christen so jemanden unterstützen? Das Geheimnis liegt nicht darin, dass sie Christen sind, sondern dass sie inaktive Christen sind. Das Geheimnis liegt daran, dass sie eigentlich
Heuchler sind. Und Matthäus 7 und auch Timotheus und viele andere Texte legen uns nahe, dass die Endzeit vor allem auch davon gekennzeichnet werden wird, dass dort Menschen geben wird, die sehr stark auf ihre Christenheit pochen, aber gar nicht echte Christen sind. Ja, wenn Matthäus 7 lest, nicht wahr, ich habe euch nie gekannt, wir sagen, haben wir nicht gesagt, Herr, Herr, oder dann bei den anderen, wo es heißt, sie haben einen Schein der Frömmigkeit, von denen wende dich weg. Und das fand ich interessant, dass ausgerechnet diese Gruppe so die politische Basis bildet für den Trump. Das vielleicht als Ergänzung noch. Und dann haben wir natürlich hier seine ganzen Leiter. Wir haben das ja letztes Mal schon sehr ausführlich behandelt und gesehen. Der Trump wechselt alle seine Berater, er wechselt alle seine Minister, aber seine religiösen Berater bleiben mit einer unfassbaren Konstanz immer dieselben. Und die haben einen Zugang zu ihm wie kaum jemand sonst. Und er hat dann hier im Sommer 2018 ein Treffen gehabt mit verschiedenen Leitern der evangelikalen Kirchen, so ein richtiges Staatsdinner. Ja, das die ganzen Pastoren eingeladen hat, mit ihnen so wie Staatsgäste sie behandelt und hat davon gesprochen, das ist ein geistlicher Krieg, in dem wir sind. Und das ist ganz interessant, was die hier gesagt haben. Da gab es also ganz Reihe von evangelikalen Pastoren und Aktivisten und so weiter, wenn er erwähnt, hier Frank Graham und James Dobson und auch natürlich Mike Pence war da und so weiter und so fort. Und sagt dann Trump, hier, wir sind hier, um das Erbe Amerikas, des Glaubens und der Familie und der Freiheit zu fördern. Und ihr wisst, wie sehr wir in den letzten Jahren all die Angriffe auf die Religion beendet haben und wir haben gewonnen sozusagen. Ja, und dann hat er da sich gerühmt. Und er hat davor noch ein privates Treffen gehabt hier, das ist hier die Paula White, vielleicht erinnert euch daran, das habe ich euch letztes Mal auch gezeigt, das ist seine persönliche geistliche Beraterin, auch so eine Televangelistin und die haben sich dann noch privat getroffen und so weiter und so fort und dann ist die Gelegenheit gegeben worden, offenes Mikrofon, jeder durfte sagen, was er will und 40 Minuten lang haben diese Pastoren, denen Millionen Leute folgen, den Trump gelobt und ihn geschätzt und wie wunderbar er ist und was er alles Tolles macht für die Christen und wie sie ihn brauchen und wie sie ihn lieben und wie sie für ihn beten. Und das hat ihm natürlich gut gefallen, denn ihr wisst, der Trump wird nicht so oft gelobt, ja? Weder von den Medien noch von seiner eigenen Mannschaft. Aber die Evangelikalen, die wissen, wie sie mit umgehen sollen. Die loben ihn und versuchen ihn so für ihre Zwecke zu bekommen. Der James Dobson sagt hier, das Treffen war wunderbar und es war so wie kein anderes Treffen jemals zuvor im Weißen Haus. Und dann gibt es hier noch das ist interessant, dann kam die Paula White, seine persönliche Beraterin, seine persönliche Seelsorgerin sozusagen, und hat ihm ein Dokument überreicht, das alle unterschrieben haben, mit folgenden Sätzen. Die Geschichte wird einmal die Größe aufzeichnen, die du gebracht hast. Ja, der ist noch nicht mal abgewählt, oder nicht. Der ist noch stehender Präsident. Und da kommt die Paula White und sagt, du wirst einmal in den Geschichtsbüchern etwas ganz Großes darstellen. Die Geschichtsbücher werden sagen, dass Donald Trump Amerika wieder groß gemacht hat. Und das ratet mal, ob ihm das gefallen hat oder nicht. Das war da bestimmt ganz grandios. Und sie hat ihm eine Bibel gegeben. Mit einer Bibel. Mit einer Bibel, unterzeichnet von mehr als 100 führenden evangelikalen Christen. Die kommen unterzeichnen der Bibel, geben die Bibel ihm und sagen, du wirst einmal in die Geschichte eingehen als einer der größten Präsidenten, nicht wahr, der Amerika wieder großartig gemacht hat. Und entsprechend wird es auch in der deutschen Presse seit Jahren ja immer wieder kommentiert. Und evangelikale Christen stützen Donald Trump, Sündenskandale, menschenfeindliche Politik sind egal, solange das Weiße Haus die christliche Gegenrevolution verkörpert. Sie nehmen alles in Kauf, alle seine Skandale, und derer sind ja relativ viele mittlerweile, weil sie hoffen, dass er ihre Agenda durchsetzt. Nun, wir wissen natürlich nicht, was kommt. Wir wissen auch nicht, ob unter Trump mal Offenbarung 13 sich völlig entfaltet oder das noch
noch wartet, das werden wir alles sehen. Aber wir sehen hier, wie sehr der Protestantismus oder führende Figuren des Protestantismus in Amerika bereit sind, sich an jeden zu heften, der das macht, was sie wollen. Ganz egal, ob sie eigentlich mit ihm gar nicht zusammenarbeiten dürften, aufgrund seines Lebensstils und seiner Äußerung. Und entsprechend wird er hier bezeichnet als ein Geschenk Gottes, der das Land heilen wolle. Und dann wird ja der Kommentar gegeben, man kann Trumps Regierung sicherlich als eine der christlichsten der jüngeren Geschichte bezeichnen. Und dann werden die halt aufgezählt, der Sessions war damals noch da, Mike Pompeo, Ben Carson und so weiter und so fort. Viele Kabinettsmitglieder sind Mitglieder eines wöchentlichen Bibelkreises, einer Tradition, die seit 100 Jahren keine amerikanische Regierung mehr gepflegt hat. Seit 100 Jahren die erste amerikanische Regierung, die sich wöchentlich zum Bibelstudium trifft. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, nicht wahr? Nur wenn man sich überlegt, wer da zum Teil dann das Bibelstudium leitet und wer dort die geistlichen Berater sind und was die vorhaben, dann muss man sagen, schön, aber. Ja, was die ja dort machen, ist nicht einfach nur, die studieren nicht die Bibel, sondern da gibt es dann auch eine Agenda. Da gibt es Ideen, die in die Politik ja einfließen sollen und dann irgendwann auch werden. Interessant ist hier noch der Kommentar, Evangelikalismus ist eine wachsende Massenreligion. Heißt auf Deutsch, wenn der Trend weitergeht, werden diese Phänomene in der Zukunft nicht abnehmen, sondern zunehmen. Wir werden in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr Evangelikale haben. Und das heißt, wir werden noch mehr sehen, wie Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten sich auf sie einschießen. Denn wer die Evangelikalen hinter sich hat, der hat die Möglichkeit, eine Wahl zu gewinnen. Das hat Trump verstanden. Der wusste das ganz genau, dass er sie braucht, um die Wahl zu gewinnen. Und entsprechend sind mehr als 40% US-Amerikaner, sie bezeichnen sich als evangelikal. Und wenn das noch weiter wächst, dann ist vielleicht irgendwann auch die 50%-Marke erreicht. Und irgendwann haben die dann tatsächlich eine ganz enorme Macht. Und Offenbarung 13 zeigt ja an, dass die Gesetze, die dort beschrieben werden, vom abgefallenen Protestantismus kommen werden. Und genau, das können wir überspringen. Nun, jetzt möchte ich aber den zweiten Teil nutzen, um auf etwas anderes zu kommen. Wir könnten noch eine ganze Stunde weiter Juul Media Spezial machen und Artikel lesen und Interviews zeigen. Wir könnten den Papst zeigen, wem alles die Hand geschüttelt hat. Und wir würden sehen, der Papst tut seine Arbeit. Wir würden sehen, die Evangelikalen tun ihre Arbeit. Und manchmal fragt man sich vielleicht, naja, 2014 sah das ja schon so aus, als würde das Sonntagsgesetz kurz vor der Tür stehen, oder? Und dann 2016 vielleicht, oder? Ja, wann kommt es denn jetzt? Und da gibt es immer Leute, die sagen, ja, wir haben schon gehört. Jemand hat uns gesagt, dass er jemanden kennt, der mit jemandem telefoniert hat, der eine E-Mail gelesen hat von jemandem, der jemanden kennt im Weißen Haus. Es ist schon in der Schublade. Ja, vielleicht habt ihr auch schon mal solche E-Mails bekommen oder so. Ja, das ist alles ganz, ganz nah. Und dann vergehen 1, 2 Jahre, 3 Jahre, 4, 5, 6, 7 Jahre. Man fragt sich, ja, was ist denn los? Und das Geheimnis ist, in diesem Vers. Da geht es um den König des Nordens, um das Papsttum. Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Wann beginnt die Endzeit? Wenn die bulgarisch-orthodoxe Kirche sagt, jetzt folgen wir dem Papst. Wenn die Anglikaner die Erklärung vollends unterschreiben, mit jedem Einzelnen, mit jeder einzelnen Fußnote. Wenn Trump noch mehr Christen in sein Kabinett holt, wann beginnt die Endzeit? Die Endzeit hängt nicht von Trump ab. Und sie hängt auch nicht vom Papst ab. Der Papst wird ausziehen und Gesetze erlassen, wenn er erschreckt wird von einer Botschaft aus Osten und Norden. Fragte, was kommt in der Bibel aus dem Osten in der Prophetie? Welche Botschaften kommen aus dem Osten? Mit was ist der Osten verbunden? Die Wiederkunft Jesu und? Kommt die aus dem Osten? Was ist mit dem Osten identifiziert? Wir haben die Wiederkunft. Wer kommt noch aus dem Osten in der Bibel, in der Prophetie? Der Engel mit dem Siegel, nicht wahr, kommt vom Sonnenaufgang, die Versiegelungsbotschaft und auch die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht. Das Evangelium. Also Evangelium, Versiegelung, sprich Heiligung und Wiederkunft sind aus dem
Osten. Was kommt denn aus dem Norden? Was kommt aus dem Norden? In der biblischen Prophetie, im Alten Testament, Jeremia, Jesaja. Wer kommt aus dem Norden? Der Krieg, das Gericht, oder? Das Gericht kommt aus dem Norden. Kennt ihr ein Gerücht? Kennt ihr eine Botschaft? Kennt ihr eine Nachricht, die Evangelium und Gericht verbindet? Die erste Engelsbotschaft. Und ich sah einen anderen Engel mitten durch den Himmel fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium, Osten, zu verkündigen, nämlich Wiederkunft. Jesus ist unser Erlöser, und zwar auf der ganzen Erde, auf allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wo findet das Gericht statt? Im Himmel. Die Bibel sagt, am Thron Gottes, Jesaja sagt, der Thron Gottes ist im äußersten Norden. Eine Botschaft aus Osten und Norden. Wann erschrickt der Papst und wann beginnt die Endzeit? Wenn die Botschaft gehört wird. Und es ist wichtig zu wissen. Es ist wichtig zu wissen, was der Papst tut und was er macht und wo er ist und wie er systematisch das durchgeht. Aber noch viel entscheidender ist es zu verstehen, wir werden noch in 30 Jahren uns hier treffen und Joel Media Spezial Nummer 37 machen und werden wieder einen Papst sehen, der wieder mit Anglikanern sich zusammentrifft und wieder sagt, naja, wir müssen mehr zusammenarbeiten und sie werden noch mehr Gemeinsamkeiten gefunden haben. Das wird alles möglich sein. Die Endzeit kommt erst, wenn die Dreifach-Engelsbotschaft gehört wird. Und zwar so, dass der Papst sagt, jetzt müssen wir das tun. Dann geht's los. Denn das einzige Zeichen, das das Ende triggert, ist nicht eine Reise des Papstes und nicht ein Erlass des US-Präsidenten. Dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Was wir nicht vergessen dürfen, ihr Lieben, das einzige Zeichen, das zur Wiederkunft direkt führt, ist das hier. Denn schon im 19. Jahrhundert hätte es Sonntagsgesetze geben können. Die Welt war schon weit. Es brauchte keinen Trump für ein Sonntagsgesetz. Es brauchte keine evangelikale Allianz, es brauchte keinen Thomas Schirmacher, es brauchte keinen Tony Palmer, es brauchte keinen Franziskus für ein Sonntagsgesetz. Das hätten ganz andere Leute schon viel eher machen können. Das ist das Zeichen. Und bei aller Wichtigkeit, dass wir die Ereignisse beobachten, deswegen machen wir ja regelmäßig ein Joel Media Spezial einmal im Jahr, ist es entscheidend, dass das im Vordergrund steht. Deswegen machen wir das Joel Media Spezial nur einmal im Jahr. Ihr Lieben, ich möchte euch ganz ehrlich etwas sagen. Mir liegt was auf dem Herzen. Und das ist, dass wir als Adventgemeinde uns an den Status quo gewöhnt haben. Wir sind das Volk Gottes. Wir treffen uns in so und so vielen Gemeinden in Deutschland. Wir haben seit gefühlten 40 Jahren oder 50 Jahren, 60 Jahren die gleiche Mitgliederzahl. Und wir machen ein bisschen Mission. Wir freuen uns über 3 Leute, die zur Gemeinde kommen. Und sind schon froh, wenn wir zahlenmäßig nicht sinken. Ihr Lieben, das kann nicht so weitergehen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der irgendwann verstanden hat, es kann so nicht weitergehen. Sein Name war Nehemia. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres. Weiß jemand, welches 20. Jahr das ist? Das 20. Jahr von was? Das ist ein enorm interessanter Satz. Das 20. Jahr von was? Das 20. Jahr des Königs Artaxerxes. Jetzt machen wir 2 Minuten Chronologie. Wann ist Jerusalem zum ersten Mal belagert worden? Welches Jahr? Jetzt könnt ihr mal eure adventistischen Prophetiekenntnisse rauslassen. Wann ist Jerusalem zum ersten Mal belagert worden durch die Babylonier? 605 vor Christus. Das ist, als Daniel in die Gefangenschaft geht. Ja? Wann ist Jerusalem ein zweites Mal belagert worden? 8 Jahre später? 597. Das ist, als Hesekiel und ganz viele andere nach Babylon geschickt worden sind. Wann ist Jerusalem ein drittes Mal belagert worden und schließlich vollständig gefallen? 586. Okay, das sind die 3 Daten. 605, 597, 586. Da ist der Tempel zerstört worden,
alles zerstört worden. Wir haben ja ausreichend Vorträge dazu, könnt euch alles anschauen, Weltengeschichte und so weiter. Wann ist Babylon gefallen? Wann kam Kyros und hat Babylon besiegt? Weiß jemand von euch das Datum? Das könnte man wissen. Datum? 539. Also das ist noch vor Ablauf der 70 Jahre. Übrigens sagt Ellen White, die 70 Jahre waren die mildeste Strafe, die Gott sich ausdenken konnte. Ich mache das aus einem bestimmten Punkt. Denkt mit mir mit. Wir wissen nicht genau wann, aber höchstwahrscheinlich 535 sind die ersten Juden wieder zurückgekommen, weil wahrscheinlich im Frühjahr 535 der Befehl von Kyros ausging. Das ist ein bisschen kompliziert, das könnte ich erklären, wenn jemand das wissen will, per Frage. Aber der Punkt ist, merkt euch das Datum. 535, Rückkehr der ersten Juden, Beginn am Tempelbau. Okay? 535. Jetzt wird's interessant. Wie viele Juden sind mitgekommen? Sind alle rausgegangen, oder? Das ganze Volk begeistert, oder? Nein. Schon 5 Jahre später, die wenigen, die angefangen haben, erleben eine Opposition, denn Kyros, der Perserkönig, stirbt, sein Sohn Kambyses wird König und die Feinde Jerusalems, die nutzen die Gelegenheit und schreiben zu Kambyses und sagen, ah, das ist doof mit dem Aufbau, wir wollen das nicht. Ja? Dann stirbt auch Kambyses, 522, und es gibt eine Rebellion dort, der Bardia, das ist eine lange Geschichte, der stoppt den Tempelbau. Ja, wir sind jetzt schon 13 Jahre, Tempel wird gestoppt. Jetzt sagt das Volk, oh, können wir nichts mehr machen. Ja, jeder geht zu seinem Acker, jeder geht zu seinem Feld, lebt ein miserables Leben. Die Stadt ist in Mauern, Ruinen, der Tempel nicht gebaut. Das Volk lebt vor sich hin. Dann kommt Darius. Darius wird König, vertreibt den Bardia, vertreibt alle anderen. Es besteht eine Friedenszeit für 20 Jahre. Gott nutzt diese Friedenszeit und erweckt zwei Propheten, nämlich Haggai und Zacharia. Da sind wir jetzt schon 20 Jahre nach Kyros, Eroberung von Jerusalem, von Babylon. Was machen Haggai und Zacharia? Die sagen, lass uns den Tempel bauen. Was sagt das Volk? Oh, wir können nicht, es ist verboten, ja? Es gibt ein Gesetz dagegen, wir dürfen nicht. Was sagt Haggai? Wir machen es trotzdem. Gott hat es befohlen. Wir kümmern uns nicht um das, was die Perser sagen, wir kümmern uns um das, was Gott sagt. Und so fangen sie an. Und es gibt die Erlaubnis und im Jahre 515, das ist wie viele Jahre, nachdem die ersten Leute in Jerusalem sind? 20 Jahre, nachdem die ersten in Jerusalem sind. Nach 20 Jahren ist der Tempel aufgebaut. Aber jetzt kommt's. Die Ruinen der Stadt bleiben weiter ruinös. Die haben jetzt den Tempel, aber die Stadt bleibt weiter eine Ruine. Die Mauern bleiben unaufgebaut. Wie viele Jahre noch? Noch 5 Jahre? 10 Jahre? 20 Jahre? Im Jahre 457 kommt Esra. Das ist jetzt schon wie viel? Nochmal zurückrechnen. Was haben wir hier? 535 und jetzt 35 und könnt ihr sehen, 457 vor Christus beginnt der Aufbau der Mauer. 43, das sind schon fast 80 Jahre. Beginnt der Aufbau. Und jetzt kommt das Jahr 445. Das ist 90 Jahre. 90 Jahre, nachdem die ersten Israeliten in Jerusalem sind. Und was hört Nehemia in Persien? Die Mauern sind noch immer unaufgebaut. Ihr Lieben, das Volk lebte länger im Frieden in den Ruinen als in der Gefangenschaft in Babylon. Selbst die bei der ersten Belagerung nach Babylon kamen, waren nur 70 Jahre dort. Aber die waren über 90 Jahre im Frieden und hatten sich daran gewöhnt, wir sind das Volk Gottes, wir leben halt in Ruinen. Und das war nicht, weil das Volk abgefallen war. Esra war ein guter Mann. Zerubabel war ein guter Mann, Joshua war ein guter Mann, da gab es viele gute Männer, zum Teil hohe Theologen, aber niemand vollendete das Werk. Man hatte sich daran gewöhnt. Und dann kam Nehemia. Und ihr Lieben, ich möchte kein Joel Media Spezial Nummer 27 machen oder 37. Die Frage ist,
Warum steht das in der Bibel? Dass innerhalb kürzester Zeit ein Werk getan wurde, wo das Volk 90 Jahre lang nichts tat. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Sind das irgendwie so ähnliche Größenverhältnisse wie in unserer Zeit? Schaut mal mit mir in Nehemia 1. Habt ihr eine Bibel dabei? Ich möchte mit euch ganz kurz ein paar Texte hier anschauen. Ich glaube, man kann vom Buch Nehemia etwas lernen, was angesichts der Weltlage und angesichts der Lage unserer Gemeinde von größter Bedeutung ist. Schaut mit mir in Nehemia 1. Wir wollen nur ein paar Punkte rausgreifen, die wirklich, wirklich wichtig sind. In Nehemia Kapitel 1 heißt es, in Vers 2, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Was ist das Allererste, was wir über Nehemia hier lernen? Was ist das Allererste? Was ist das Allererste? Schaut in den Vers. Er hat Interesse am Volk der Übrigen. Er interessiert sich für die Gemeinde der Übrigen. Ihr Lieben, wie viele von uns gehen zur Gemeinde, kommen zur Gemeinde, ich rede auch zu allen, die im Livestream dabei sind oder spätestens anschauen, gehen zur Gemeinde, kommen zur Gemeinde, aber haben keine tiefe emotionale Bindung zur Gemeinde. Hast du Interesse, wie es der Gemeinde weltweit geht, wie es der Gemeinde deutschlandweit geht, wie es deiner Ortsgemeinde geht? Hast du Interesse an dem Wohlergehen der Gemeinde? Oder bist du einfach nur froh, dass du Jesus hast und du gehst in die Gemeinde, weil man da irgendwie beten kann und du gehst wieder zurück und ärgerst dich über die Gemeinde? Nehemia hatte Interesse an der Gemeinde. Das war das Allererste. Er wollte, dass es der Gemeinde gut geht. Er fragt, wie geht's? Wenn du Adventisten triffst aus anderen Gegenden, fragst du, wie geht's in eurer Gemeinde? Was sind eure Probleme? Wie geht's bei euch voran? Hast du Interesse an dem Werk Gottes? Und dann erzählen sie ihm, die Mauern sind verbrannt. Sie sind schon 90 Jahre seit Kyros und die Stadt ist immer noch Ruin. Das Volk Gottes hat sich daran gewöhnt, dass sie in Ruinen leben. Es ist halt so, war schon immer so. Letztes Jahr war es schon so, vor 10 Jahren war es so und so vorher. Es war schon immer so. Ja, wird wohl nicht anders sein. Ja, vielleicht werden wir in 100 Jahren noch in Ruinen leben. Vielleicht muss das so, wir haben ja einen Tempel, das reicht uns ja, oder? Was macht Nehemia, Vers 4? Nehemia in Vers 4, Kapitel 1, Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wann hast du das letzte Mal gebetet und gefastet und geweint? Nicht wegen dir, wir fasten ja manchmal, nicht wahr, wenn wir wissen wollen, welchen Arbeitsplatz soll ich nehmen, nicht wahr, oder wir fasten, wenn wir einen Ehepartner suchen, ja, das ist der Richtige. Wann hast du das letzte Mal gefastet? Für die Gemeinde, für Geschwister in der Gemeinde. Das letzte Mal geweint, weil es in der Gemeinde nicht so ist, wie es sein sollte. Der hat gefastet. Das ganze spätere Werk, diese geniale Geschichte von Nehemia, die beginnt hier. Weil ein Mann sagt, ich möchte wissen, wie es um die Gemeinde steht. Ich möchte wissen, wie es vorangeht mit dem Werk Gottes. Und er sieht und er hört, dass es eine Katastrophe ist. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Und er weint und er fastet und er betet. Und wisst ihr dann, was er betet? Wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen. Aber wisst ihr, welches Gebet er imitiert, wenn er hier sagt in Vers 5, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Dann später, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Vers 7, wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Welches Gebet kommt euch dann in den Sinn? Daniel! Der Nehemia betet nicht einfach irgendwie, er weiß, Daniel war in einer ähnlichen Situation. Und er betet das Gebet Daniels mit seinen eigenen Worten. Identifiziert sich mit Daniel. Und sagt, dem Volk geht es schlecht. Damals war das Volk in der echten Gefangenschaft. Jetzt sind sie zwar frei, aber immer noch in Ruinen. Und er betet. Und er bekennt seine Sünden. Und er bekennt nicht nur die Sünden des Volkes, sondern er bekennt auch seine eigene Sünde. Nehemia beginnt nicht damit, dass er sagt, was? Was ist denn Esra für einer? Ja, schau mal an, der ist schon seit 13 Jahren dort, der Esra, oder 12 Jahren der Esra. Hat es immer noch nicht hinbekommen? Ach, nicht wahr? Zu unpraktisch, nicht wahr? Hat nur Theologie studiert, hat keine Ahnung, wie man die Gemeinde führt. Ja? Also ich schreibe jetzt gleich mal einen Beschwerdebrief. Ihr müsst den Esra abwählen. Nein, 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 nein. Was macht er? Er bekennt seine eigene Sünde. Denn ganz nebenbei gesagt, was macht er eigentlich in Persien? Ja, er ist immer noch in Persien. 90 Jahre nach der Befreiung.
94 Jahre nach der Befreiung. Er ist sogar in der Freiheit geboren worden. Immer noch in Persien. Er bekennt seine Sünde. Und dann sagt er in Vers 8 und 9, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst. Und jetzt kommt eine Stelle, die ist absolut, also als ich das entdeckt habe, da hätte ich aufspringen können. Gedenke doch das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen, kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen werden, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Weiß jemand von euch, woher das kommt? 5. Mose, weiß jemand, woher genau ist 5. Mose? 5. Mose, ein langes, tolles, großes Buch. Woher genau? Aus welchem Teil? Das ist 5. Mose 30, eines der großartigsten Kapitel der ganzen Bibel. Wenn du es noch nie studiert hast, bitte studiert das. Studiert 5. Mose 4, 5, 6, 7, 8, 30. Für 5, 7, 6, 4, 5, 7, 6, 4, 5, 6, 7 gibt es auch schon Juul Media Aufnahmen dazu. 5. Mose 30 gehört zu dem Bund in Moab, von dem Paulus sagt, das ist das Evangelium, das ich predige. Und von dem die Bibel uns sagt, dass dieser Bund in Moab gefunden wurde zur Zeit von Josia im Tempel, als sie den Tempel sauber gemacht haben. Da haben sie diese 5. Mose gefunden, am Ende des letzten Abschnitts von 5. Mose, als sie das gelesen haben, was ist entstanden. Die größte Erweckung und Reformation, die es jemals gab in der Geschichte des alten Volkes Israel. Und hier sagt Nehemia, lange bevor er irgendetwas tut, ich beziehe mich auf 5. Mose 30. Wenn wir erleben wollen, das, was hier in Nehemia steht, wenn ihr den Wunsch habt, ich würde gern auch ein Nehemia sein, ich würde gern sehen, dass das passiert, was hier in Nehemia steht, dann reicht es nicht aus zu wissen, wo der Papst gewesen ist. Dann reicht es nicht aus zu wissen, der Trump hat das und jenes gesagt. Dann müssen wir 5. Mose kennen, so wie Jesus 5. Mose kannte. Jesus hat mit 5. Mose den Satan besiegt. Jesus hat gesagt, in 5. Mose steht das Wichtigste aller Gebote. Jesus kannte das Evangelium aus diesem bunten Moab. Und Nehemia kannte das. Und Nehemia bezieht sich auf dieses Gebet und sagt, das will ich erleben. Und dann sagt er in Vers 11, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Knecht deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Plötzlich realisiert er, hey, ich habe die Gelegenheit, ich bin doch direkt beim König. Der Nehemia merkt, dort, wo ich gerade bin, in meiner Arbeit, könnte ich etwas tun. Schaut, das Werk ist nicht abgeschlossen worden durch Joshua, den Hohenpriester. Es ist nicht abgeschlossen worden durch Esra, den Theologen. Es ist abgeschlossen worden durch Nehemia, der einen weltlichen Beruf hatte, aber sich bereitgestellt hat in den Dienst Gottes und gesagt hat, ich stehe zur Verfügung, gebrauche mich, wo immer das, was immer das bedeutet. Das Werk wird abgeschlossen werden, wenn es Menschen gibt in der Gemeinde, die das Gebet beten von Nehemia. Die Gelegenheit kam. Also ich habe dir nochmal das zusammengefasst. Ich war Interesse am Volk, Trauer an Wein, Orientierung an Daniel, der Bund in Moab und seine Gelegenheit erkennen. Jetzt schaut mal in Vers 1. Da heißt es in Kapitel 2. Es geschah beim Monat Nisan im 20. Jahr des Königs Artasasta. Als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber vor ihm nie zuvor traurig gewesen. Das kleine Wort, das hier wichtig ist, das Wort Nisan. Weiß jemand von euch, in welchem Monat er Kapitel 1 gespielt hat? Welchen Monat hat Kapitel 1 gespielt? In welchem Monat? Kislev. Wann ist Kislev? Weiß das jemand? Kislev ist im November, Dezember. Wann ist Nisan? März, April. Er hat 4 Monate warten müssen auf die goldene Gelegenheit. Nehemia war keiner, der gesagt hat, auf sie mit Gebrüll. Er hat gebetet und gefastet und studiert. Und gebetet und gefastet und studiert. Und gebetet und gefastet und studiert. Und gesagt, Herr, hier bin ich, schenk mir eine goldene Gelegenheit. 4 Monate hat es gedauert. Da kam die goldene Gelegenheit. Und als, ihr kennt die Geschichte, wir müssen nicht alle Verse lesen, als die goldene Gelegenheit kommt,
als der König ihn fragt, warum bist du so traurig? Und er erschrickt, weil er weiß, ich darf nicht traurig sein. Ja? Und er dann von Herzen sagt, dass die Stadt meiner Väter liegt in Ruinen, wie soll ich nicht traurig sein? Und der König ihn fragt, was erbittest du? Was tut er da, als er plötzlich die Tür aufgehen sieht, als er plötzlich den Spalt sieht, als er merkt, hier kommt ein Lichtstrahl vom Thron Gottes, das könnte die Gelegenheit sein. Was macht er? Was macht er, ihr Lieben? Er betet. Das Gebet ist so kurz, er hat nicht die Zeit, auf die Knie zu gehen, die Hände zu falten, eine lange Einleitung zu beten. Er ist so sehr ein Mann des Gebetes, dass im Alltag, in der Arbeit, beim Studium, in der Schule, im Beruf, dort, wo er steht, plötzlich er die Gelegenheiten sieht, die Gott ihm gibt. Und er betet. Er ist verbunden mit Gott. Und Gott sendet die goldene Gelegenheit, die das Werk zum Abschluss bringen wird. Warum? Der König erlaubt ihm, nach Jerusalem zu gehen. Die goldene Gelegenheit. Aber jetzt kommt's. Schaut mal in Vers 7. Was sagt er neben mir? Dankeschön. Sagt er Dankeschön? Schaut mal, was er sagt. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme, auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauern, für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Der Nehemia sagt nicht, oh, preis den Herrn, Dankeschön. Was sagt er? Lieber König, ich hätte eine Liste. Ich brauche das. Ich habe schon nachgeguckt, wo das gibt. Ich war hier, ist es besonders günstig. Ich brauche das. Nehemia hatte einen Plan. Er hat nicht einfach nur gebetet. Er hatte sich genau überlegt, wenn die Gelegenheit kommt, dann brauche ich Holz. Ich brauche das. Ich muss wissen, wo ich es herbekomme. Wenn ich dann erst anfange zu suchen, dann ist die Gelegenheit vielleicht weg. Wenn die Gelegenheit kommt, müssen meine Pläne in der Schublade sein. Ich weiß noch, der Olaf Schröder hat mir mal erzählt, vor vielen Jahren, dass er seine Vorträge auf Chinesisch hat übersetzen lassen. Für den Fall, dass irgendwann mal die Gelegenheit sich ergibt, in China predigen zu können. Nicht wahr? Das ist ein Beispiel dafür. Auch wenn jetzt vielleicht sich nicht alles schon möglich ist, machen wir Vorbereitung, sind wir vorbereitet für die goldene Gelegenheit, sammeln wir wie der David das Material für den Tempel, haben wir einen Plan. Wenn du morgen die Gelegenheit hättest, vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen, wärst du vorbereitet mit einer Predigt? Wüsstest du, was du sagen musst? Wenn in einer Woche ein Sonntagsgesetz erlassen wird, könntest du wie A.T. Jones dort stehen und begründen, warum es falsch ist? Sind wir vorbereitet? Oder wollen wir immer nur darauf hoffen, dass in der Situation uns irgendwie was eingegeben wird? Ja, der Heilige Geist wird uns helfen und er wird uns unterstützen. Und auch Nehemia sagt, weil Gott mit mir war. Aber er hat einen Plan, er wusste, was zu tun ist. Er hat sich Gedanken gemacht, er hat überlegt, was könnten wir denn gebrauchen? Er hat strategisch überlegt. Ihr Lieben, wir müssen aufhören, immer nur zu warten, dass jemand anderes etwas tut in der Gemeinde. Immer nur zu denken, naja, der müsste oder wann passiert mal was. Wir müssen anfangen, auch wenn wir nur Laien sind, strategisch zu überlegen, was könnte ich tun, wenn die Gelegenheit sich ergibt. Und beten und fasten, dann kann Gott uns gebrauchen. Er brauchte nur einen einzigen Nehemia, um das Werk abzuschließen, das 90 Jahre lang da niederlag. Ein fertiger Plan. Und dann kommt Nehemia an. Er kommt nach Jerusalem. Und was sagen die Feinde Israels? Es heißt, von Sanballat und Tobia, es missfiel ihnen. Wenn wir das Werk Gottes tun, gibt es Widerstand. Hast du gar keinen Widerstand in deinem Leben, dann liegt es nicht daran, dass der Satan tot ist. Vielleicht liegt es daran, dass er nicht weiß, wogegen er Widerstand leisten soll. Wenn der Papst nicht erschreckt wird von den Botschaften aus Osten und Norden, vielleicht deswegen, weil er sie noch gar nicht gehört hat. Aber Nehemia war entschieden. Nehemia wollte diese Schande, dass man schon so sehr verlängert dort lag und immer, es war das Volk Gottes, aber immer noch nicht die Mauer aufgebaut hatte. Er wollte es beenden und er war entschieden. Was war das Erste, was er gemacht hat? Was war das Allererste? Erst bei Nacht mit ganz wenigen Freunden, ganz wenigen Männern, übrigens auch eine wichtige Lektion, hab ein paar wirklich gute geistliche Freunde. Mit wenigen Leuten hat er sich die Mauer bei Nacht angeschaut. Warum? Sightseeing? Nein. Warum? Er hat die Situation analysiert. Ihr Lieben, wir müssen in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde analysieren, woran es liegt.
Wir müssen analysieren, wo die Mauern zerbrochen sind. Das fängt bei uns persönlich an. Eine Morgenandacht sollte nicht nur Gebet enthalten und Bibelstudium oder eine Abendandacht, sondern auch Zeit zur Selbstreflexion. Was habe ich gesagt? Was habe ich gedacht? Warum habe ich das gemacht? War das gut? Haben meine Worte heute einen guten Einfluss gehabt? Habe ich vielleicht jemanden unbewusst zur Sünde verführt? Habe ich vielleicht etwas Gutes getan, aber aus stolzen Motiven gemacht? Nur wenn wir die Ruinen unseres Charakters untersuchen, wissen wir, woran gearbeitet werden muss. Und nur wenn wir die Ruinen unserer Gemeinde untersuchen, wissen wir, woran gearbeitet werden muss. Übrigens, der Nehemia hat nicht jahrelang damit verschwendet, Ruinen zu analysieren. Er hat sich angeschaut, was ist das Problem, und dann hat er gearbeitet. Aber man kann nur effektiv an etwas arbeiten, wenn man weiß, wo das Problem ist. Kennst du die Probleme in deinem Charakter? Kennst du die Probleme in der Gemeinde, die angepackt werden müssen? Kennst du die Probleme der deutschlandweiten Gemeinde, die angepackt werden müssen? Und zwar nicht nur die der anderen, die offensichtlich sind, sondern die, die der, unser eigener Balken uns verschweigt, nicht wahr? Er analysiert die Situation. Und übrigens, die Analyse war nicht einfach. Es heißt, die Mauern waren so eingefallen, dass er mit seinem Tier nicht mal durchkam. Er musste von seinem Tier runtersteigen. Er musste persönlich da im Dunkeln tappen. Das war anstrengend. Ja? Es macht nicht so viel Freude, zu analysieren. Aber es ist wichtig. Machst du dir Gedanken über das, was in unserer Gemeinde falsch läuft? Machst du dir Gedanken, wo gebaut werden müsste? Wo da Löcher sind, wo der Feind zu leichten Zugriff hat in der Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, in der Art und Weise, wie wir miteinander reden, in der Art und Weise, womit wir unser Gehirn füllen, in der Art und Weise, wie wir gegenüber anderen uns benehmen, der Frage unserer Höflichkeit, in der Frage, woher wir unsere Autoritäten nehmen. Vielleicht erwartet ihr, dass ich eine Liste von Sachen gebe, die alle schieflaufen in unserer Gemeinde. Ich möchte euch eine Sache sagen, die mir am allermeisten am Herzen liegt. Ich beobachte mit großer Sorge, dass immer mehr Adventisten den Antichristen besser über Zeichen und Symbole identifizieren können, als über ein sauberes Daniel 7-Studium. Ich glaube, eine der großen Ruinen in unserer Gemeinde ist, dass wir zu sehr uns von Verschwörungstheorien haben einfangen lassen. Und dass es wenig, glaubt mir, wenig Geschwister gibt, die ein eigenständiges Bibelstudium betreiben, die von Jesus etwas lernen, was sie nicht von anderen gehört haben, sondern im eigenen Bibellesen, aus der eigenen Erfahrung. Ihr Lieben, ich höre nicht oft, ich reise viel durch die Gemeinden, ich höre nicht oft, dass Menschen zu mir kommen oder in der Sabbatschule sitzen und sagen, hey, du, ich habe letztens Micha studiert, guck mal den Vers, total spannend. Oder dieser Psalm hier, was der mit Johannes zu tun hat, ist interessant, oder? Unsere Pioniere haben das ständig gemacht, die sind sich begegnet und wenn sie sich getroffen haben, haben sie nur gesagt, hi. Sie haben gesagt, hey, du, ich habe was Neues gefunden, Sachaja, schau mal da. Ganz selten passiert das mal. Das ist eine Ruine. Müssen wir gar nicht in andere Himmelsrichtung schauen. Das ist eine Ruine. Und wir denken vielleicht, ja, aber das ist auch immer schon so gewesen. Unsere Vorfahren haben so gelebt. Ich glaube, ja, wir haben doch den Tempel. Aber wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, sind wir nicht geschützt vor den Angriffen des Feindes. Und dann in Vers 17 und 18, schaut mal, in Vers 17 und 18, da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Er arbeitet mit der Gemeinde zusammen. Er sagt nicht, ihr seid eh alle unfähig, ihr habt es ja bisher nicht hinbekommen. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich mauere die Mauer hier alleine. Nicht wahr? Bleibt ruhig da, wo ihr seid. Nein, er versucht, die Gemeinde zu motivieren, zusammenzuarbeiten. Er geht zu den Führern und sagt, lasst uns gemeinsam zusammenarbeiten. Ja, er hat alleine, ohne dass einer was gemerkt hat, alleine die Sache analysiert. Aber dann lädt er alle ein und sagt, lasst uns zusammenarbeiten. Er will sie motivieren, das zu tun, was vorher nicht für möglich gehalten worden ist. Ein Aufruf zur Arbeit. Und dann kommt Kapitel 3. Jetzt arbeiten sie. Kapitel 3 ist vielleicht das interessanteste Kapitel, obwohl es so langweilig zu lesen ist. Habt ihr mal Kapitel 3 gelesen? Wir werden es nicht machen, aus Zeitgründen. Aber Kapitel 3 geht so.
an der Ecke baute der und der baute an der Ecke und von Tor zu Tor baute der und an dem Tor baute der seinem Haus gegenüber und der baute und der baute und der baute dort und der baute von da nach da und dann, ja, meine Güte, was soll das denn? Dieses Kapitel ist sehr interessant. Erstens zeigt es uns, jeder hat mitgearbeitet. Jeder hatte einen Platz zum Arbeiten. Was noch interessanter ist, jeder Einzelne war Nehemia bekannt. Wenn man Nehemia gefragt hat, hey, du, wo sind die Männer von Tekoa, konnte er sagen, die sind da. Das heißt, das war nicht einfach nur, jeder macht mal, wie er will, sondern das war organisiert, das war strukturiert. Der Nehemia konnte sagen, ja, ja, da sind die und die und die sind denen und da und der macht das und jenes und wenn da ein bisschen fehlt, dann kannst du noch rübergehen. Das war nicht einfach nur ein wilder Haufen, der jeder irgendwie so ein bisschen vor sich hin macht. Sie haben gemeinsam strukturiert gearbeitet. Der Nehemia wusste ganz genau, da brauchen wir viele, da brauchen wir wenig. Das sind die Probleme, das sind die Probleme, das ist ein großes Loch. Ja? Es war strukturiert. Gott sucht Menschen, die sich nicht damit zufrieden geben, dass wir ab und zu mal ein bisschen Mission machen. Und ab und zu mal beten und eine Gebetserfahrung hier und dort haben. Gott sucht Menschen und dazu braucht es keine Theologen und keine Priester. Das können ganz normale Laien sein. Er braucht Menschen, die beten und fasten und sagen, ich werde das systematisch zu meiner obersten Priorität machen. Dass es der Gemeinde besser geht, die Gemeinde aufgebaut wird, das Werk vorangebracht wird, dass das Evangelium gepredigt wird. Und fast alle machen mit. Nicht alle, schaut mal Vers 5. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Es wird immer Leute geben, die nicht mitmachen. Aber davon lässt sich Nehemia nicht beeindrucken. Er sagt nicht, ach, da siehst du, die machen nicht mit. Dieselben Leute von Tekoa, später in Vers 25 oder so, arbeiten noch in einem anderen Abschnitt mit. Von anderen heißt es, dass sie mit Eifer gearbeitet haben. Allen voran arbeitet der Hohepriester. Interessant, im ersten Vers. Er ist der Erste. Alle sind involviert, genau organisiert. Manche drücken sich, aber die meisten arbeiten mit Eifer. Manche sogar an zwei Abschnitten. Und jetzt kommt's, Vers 38. Wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Was passiert mit dem Volk? Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Wisst ihr, wann die Gemeinde anfangen wird, Mission zu lieben? Wenn sie sieht, dass es funktioniert. Wenn die Mauer anfängt zu wachsen. So oft habe ich das gehört. Ah, die Gemeinde ist nicht bereit. Ah, die Gemeinde ist geistlich nicht richtig. Ihr Lieben, die Gemeinde hier gewann Mut für das Werk Gottes, weil sie gearbeitet haben. Niemals wird irgendeine Ortsgemeinde oder irgendeine Vereinigung oder irgendein Verband oder sonst irgendjemand, eine Einzelperson, Freude haben an der Mission, wenn sie nicht schon angefangen hat, es zu tun. Wir müssen im Glauben vorangehen und wenn wir sehen, wie Gott uns führt, werden wir Freude haben. Sind wir nicht in unserem Leben am glücklichsten gewesen in den Zeiten, wo wir gemerkt haben, Gott hat enorm für uns gewirkt? Haben wir nicht die größte Freude geistlich gehabt in den Zeiten, wo wir gemerkt haben, es geht voran? Wo wir gemerkt haben, in unserem Charakter, in unserem Leben, in unserer Gemeinde baut sich etwas auf? Interessant ist, von Tobia und Sanballat heißt es, als Nehemia kam, missfiel es ihnen. Als Nehemia sagt, wir bauen die Mauer, heißt es, sie spotteten und verachteten ihn. Als sie merkten, die Mauer ist halb hoch, heißt es, sie wurden zornig. Je mehr das Werk voranschreitet, desto intensiver wird der Widerstand. Und was es dazu braucht, ihr Lieben, ist die Fähigkeit, dran zu bleiben. Aber dazu jetzt gleich noch in Kapitel 4. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 4. Jetzt kommen die Sanballat und Tobia und Araber und so weiter und die fangen jetzt an, richtig Stress zu machen. Und dann kommt ein Problem dazu in Kapitel 4, Vers 4. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt. Und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Klassischer Fall, schon so oft gehört. Wir sind erschöpft, stehen kurz vor dem Burnout. Wir können nicht mehr. Zu viel. Die Arbeit ist zu viel. Zu viele Termine, zu viel Arbeit, zu viel dies, zu viel jenes. Wir müssen uns ausruhen. Und ja, man kann sich überarbeiten im Werk Gottes. Ja, James White ist zu früh gestorben. Ja, Andrews hat es übertrieben. Aber ich glaube nicht, dass das unser Hauptproblem ist. Dass wir alle zu viel für die Gemeinde arbeiten. Das Problem könnte sein, dass unsere Prioritäten nicht ganz richtig liegen. Dass wir schon noch irgendwie als bibeltreue Christen etwas für die Gemeinde machen wollen, aber so viel anderes als Priorität haben, dass die Gemeindearbeit zusätzlich einfach nur noch
als Last empfunden wird. Was wäre passiert, wenn Nehemia gesagt hat, oh ja, ich brauche ihn noch für später. Wir wollen euch ja nicht, geht wieder alle an den Platz. Ja? Nächstes Jahr können wir weitermachen. Ihr Lieben, wenn der Feind angreift, dann ist Ausnahmesituation. Und entweder wir glauben, dass wir in der Endzeit sind und wir glauben, dass das, was wir gerade gelesen haben und die letzten Jahre gelesen haben von dem Papst, dass das irgendwie bedeutsam sein könnte, dann sollten wir uns auch der Tatsache ins Auge sehen, dass wir Endzeit haben und dass wir nach Hause gehen wollen. Es sei denn, ihr möchtet und ihr, die live zuschaut, dass eure Urenkel ein Joel Media Spezial sehen. Ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht. Und die Frage ist, was hat Nehemia getan? Das ist ganz interessant. Er erinnert sie, weswegen sie kämpfen. Vers 8. Und ich besaß und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk. Fürchtet euch nicht vor ihnen, vor den Feinden. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Ihr kämpft doch nicht einfach nur, weil es ein Spiel ist. Hier geht es um eure Familien, es geht um eure Ehepartner, es geht um eure Kinder, es geht um eure Gemeinden, es geht um eure Freunde, um eure Brüder. Kämpft! Das ist keine Theorie. Adventist sein ist keine Theorie. Bist du Adventist? Weißt du, was auf dem Spiel steht? Wir werden das Land Kanaan nicht erreichen, wenn Adventismus unsere Kultur ist, in der wir aufgewachsen sind, in der wir leben, wo wir so ein bisschen unser Verhalten nachorientieren. Wir werden das Land Kanaan, als die 144.000, nur erreichen, wenn Adventist sein unsere Identität ist, unsere Priorität, an der sich alles andere, unser Beruf, unser Studium, unsere Hobbys, unsere Vorlieben, unsere Freizeitgestaltung, unser Medienkonsum, unsere Familiengestaltung, daran orientiert und daran integriert ist. Und hier sind die Ruinen. Ihr Lieben, ich habe zu oft in den letzten Jahren immer wieder dieselbe Geschichte gehört. Gerade von jungen Leuten, die aufgrund eines Kongresses begeistert gewesen sind und große Sachen angefangen haben, Projekte. Und nach ein paar Jahren fragt man, wo sie sind. Vielleicht sind sie noch in der Gemeinde, aber sie folgen einfach ihrer Karriere. Hier ist die Geduld der Heiligen. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 10. Und von jenem Tag an, wir sind gleich am Ende angelangt, wir machen dieses ganze Buch durch, keine Angst. Vers 10. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus. Dann wird später berichtet, wie die arbeiten. Mit einer Hand bauern sie und mit der anderen halten sie ein Schwert. Frage von euch, an euch. Was ist einfacher? Mit zwei Händen mauern oder mit einer Hand mauern? Also, das ist eine Ironie, oder? Die sagen, als sie noch mit zwei Händen mauern dürfen, ja? Oh, so viel, wir schaffen es nicht, es wird nichts werden. Wir brauchen eine Pause. Nächstes Jahr, lass uns ein Sabbatjahr machen, oder? Er sagt, okay, pass auf. Ich zeige euch, wie ernst die Lage ist. Die Lage ist eigentlich so ernst, ihr dürft eigentlich nur mit einer Hand bauen. Weil euer Leben in Gefahr ist. Ihr beschwert euch, dass es so anstrengend ist. In Wirklichkeit war ihr in Todesgefahr. Ich gebe euch ein Schwert in die Hand. Jetzt bauen die weiter. Und jetzt beschweren sie sich nicht mehr. Sie haben nur noch eine Hand. Ist noch anstrengender. Aber ihr Lieben, ihr wisst schon, wie es ausgeht, oder? Die bauen in kürzester Zeit ein Werk, das vorher in 90 Jahren nicht gemacht worden ist. Mit einer Hand. Mit einem Schwert in der Hand. Sie sind wachsam. Sie arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Und Ellen White sagt, wir werden in der Endzeit unter erschwerten Bedingungen arbeiten, als die 100 Jahre vor uns. Vor 100 Jahren wäre es einfacher gewesen, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen, obwohl es noch keine so viele Medien gab. Die Städte waren einfacher zu erreichen. Die Gesundheitsbotschaft wäre einfacher zu predigen gewesen. Es war einfacher, Schulen zu gründen. Alles war einfacher früher. Es war nicht alles besser, aber alles war einfacher. Aber Gott wird sich verherrlichen durch ein Volk, das, wenn vorher die Leute gesagt haben, mit zwei Händen ist so anstrengend, er wird sich verherrlichen durch ein Volk, das mit einer Hand arbeitet. Weil es so gefährlich ist. Aber dieses Werk durchzieht. Mit einer Hand.
Und dann sagt Nehemia in Vers 10 bis 12, das Werk ist so groß, wir sind so verstreut. Der eine arbeitet hier, der andere arbeitet da. Manchmal hören wir nichts voneinander. Und so sagt er, wir brauchen Schofahornbläser, die den Schofahorn blasen, damit wir miteinander kommunizieren können. Wir brauchen den Kontakt untereinander. Und wie oft geschieht es, dass Leute entmutigt werden, weil sie ganz für sich alleine stehen. Ihr Lieben, lasst uns zusammenarbeiten. Ihr, die jetzt zuschaut, berichtet uns von eurer Arbeit. Wir wollen von unserer Arbeit berichten. Wir wollen gemeinsam zusammenarbeiten an diesem Werk. Und wenn der eine Hilfe braucht, wenn der eine in Schwierigkeiten ist, wenn er sagt, oh, hier bei diesem Mauerabschnitt, weiß ich nicht mehr weiter, dann kann er ein Schofahorn blasen. Dann kommen die anderen und sagen, wir helfen dir. Wenn der eine in der Gemeinde sagt, oh, ich habe hier ein Problem, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, ich komme da nicht weiter, ein Problem in der Arbeit, ein Problem, ein geistliches Problem, ein Problem mit meinem Charakter. Lass uns dafür beten. Dann kommen die anderen und sagen, ach du, ja, das haben wir immer gewusst. Nein, nein, sie beten für ihn, sie arbeiten mit ihm, sie helfen ihm. So wünscht sich Gott Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ermahnen, in der Liebe zu bleiben, in der Gemeinde zu bleiben, uns gegenseitig auferbauen. Wie lange arbeiten sie? Vers 15. So arbeiten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Die Arbeit hatte höchste Priorität. Das waren dieselben Menschen, die vorher jahrelang in der Ruinenstadt gelebt haben. Vielleicht haben die auch alle 7 Tage mal einen Stein dahin gebracht und gesagt, na, ein bisschen was können wir ja tun. Jetzt hat es oberste Priorität. Und glaubt ja nicht, dass die alle vorher völlig, wie soll ich sagen, nutzlos in der Gegend rumlagen. Die hatten vorher auch ihre Tun und ihre Arbeiten und das und jenes, ihre Hobbys und so. Die werden sich ihre Zeit vertrieben haben vorher schon. Aber jetzt gab es etwas Wichtiges. Es gab das Werk, das getan werden musste. Und wisst ihr, was so toll ist? Nehemia stand nicht irgendwo auf einer Bergkuppe und hat gesagt, da braucht noch mehr, nicht wahr? Da braucht es noch mehr Arbeiter. Nehemia kämpfte an vorderster Front. Er sagt, ich habe selbst, wie sagt er hier in Vers 17, wir haben unsere Kleider nicht ausgezogen. Wir hatten selbst, wir waren dabei, wir hatten Waffe und Wasser dabei. Preis den Herrn für einen GK-Präsidenten, der selbst Evangelisation hält und der bei Kongressen selbst von Haus zu Haus geht. Ich wünschte mir mehr Leiter, die nicht nur leiten, sondern die an vorderster Front mitkämpfen. Lasst uns alle, egal ob wir eine Sabbatschule leiten oder eine Kindergruppe leiten, einen Hauskreis leiten, lasst uns immer bewusst sein, wir sind auch Kämpfer an der vordersten Front. Das ist die einzige Sache, die man von Alexander dem Großen lernen kann. Alles andere ist schlecht, aber das war gut. Er hat an vorderster Front gekämpft. Wir haben nicht viel Zeit für Nehemia 5, nur so viel. Ihr wisst vielleicht, da gibt es plötzlich Streit in der Gemeinde. Die arbeiten zusammen und plötzlich sind sie doch im Streit, weil die einen die anderen übervorteilen. Die verkaufen sie in die Sklaverei und es gibt Streit. Und was macht Nehemia? Nehemia wird zornig. Aber dann heißt mal, schaut mal in Vers 7. Er wird zornig, dass es Streit gibt. Aber was macht er dann? Er platzt heraus und sagt, was könnt ihr nur, oder? Platzt er heraus? Nein, er sagt, Vers 7, dann überlegte ich bei mir selbst. Hat überlegt und dann gesprochen. Wir brauchen mehr Menschen in dieser Gemeinde, die erst überlegen und dann reden. Zu viel ist kaputt gemacht worden in unseren Gemeinden. Dadurch, dass wir immer nur so daherplappern, wie uns gerade der Mund gewachsen ist. Der hat überlegt und dann gesprochen. Er hätte überlegen können, also ich brauche ja die Obersten, oder? Ich brauche die Anführer. Ich kann es mit ihnen nicht verscherzen, sonst wird das ja mit der ganzen Mission nichts, oder? Er hätte sagen können, ihr Armen, jetzt seid mal nicht so. Ich weiß, ich bin schon auf eurer Seite. Aber aus politischen Gründen muss ich jetzt natürlich auch auf die anderen achten. Wir brauchen sie ja noch nicht. Warum müssen wir einen Ausgleich schaffen? Hat er so gedacht? Nein, es war ihm vollkommen egal. Er stand für das Recht, egal wen es betraf, und hat sich die Obersten direkt vorgeknüpft. Nicht, weil sie die Obersten waren, sondern weil sie im Unrecht waren. Es gab bei Nehemia kein Ansehen der Person. Und solange es Ansehen der Person in unseren Gemeinden gibt, in unserer Leitung gibt, solange Personen angesehen werden, weil sie eine Funktion haben und eine Position und einen Titel, solange kann das Werk Gottes nicht vorangehen. Nehemia hat sich davon nicht beirren lassen. Kein Ansehen der Person. Und dann beschreibt er etwas sehr, sehr Schönes. Er beschreibt, dass er in all den Jahren niemals den Lohn eines Statthalters bekommen hat. Und die Pointe an der Stelle ist, er erwähnt so im Nebensatz, dass er Statthalter ist.
Das sagt er vorher gar nicht. Vorher könnte man nur denken, er ist ein Laie, der so als Privatmann da so ein bisschen die Sache voranbringt. Er hätte auch von Anfang an sagen können, ich bin Statthalter. Als Statthalter hat er fast königliche Autorität. Er hätte sich bereichern können. Er hat seine Position nicht ausgenutzt. Er war ein Vorbild der Herde und nicht ein Herrscher. Selbstlosigkeit und Demut. Er setzt sein Privatvermögen ein, um der Gemeinde zu helfen. Er setzt seine Ressourcen ein. Nun, nicht alle von uns haben vielleicht viel Geld. Der eine hat vielleicht viel Kraft, der nächste viel Kreativität, der nächste viel Zeit, der nächste viel Geld. Aber welche Ressourcen setzt du ein für den Bau der Mauer? Welche Ressourcen setzt du ein, damit das Werk vorangeht? Und dann kommt das letzte Kapitel, das wir anschauen wollen, damit sind wir gleich am Ende. In Nehemia Kapitel 6. Mittlerweile sind Geshem und Sanballat und Tobia völlig außer sich, nicht wahr? Das Werk geht voran und sie können sich aufhalten. Und jetzt versuchen sie das allerletzte. Sie lassen dem Nehemia sagen, komm herab, wir wollen mit dir reden. Ja, wir haben Redebedarf, nicht wahr? Es gibt noch Redebedarf. Jetzt müssen wir erstmal eine Konferenz machen. Wir müssen jetzt erstmal, nicht wahr, jetzt reden. Was sagt Nehemia? Was sagt er? Keine Zeit. Ich mag ja gern zu reden, aber ich habe keine Zeit. Es gibt etwas Wichtigeres. Für Nehemia war die Vollendung des Werkes oberste Priorität. Und zwar nicht nur einmal. Es heißt hier in Vers 4, sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen. Kennt ihr das? Wenn ihr einen Freund habt und der Freund sagt, hey, lass uns was essen gehen. Und ihr sagt, nee, ich habe noch was ganz Dringendes zu tun zu Hause. Ich habe noch ein paar Arbeiten zu machen. Ja? Dann sagt der Freund wieder, aber hey, lass uns essen gehen. Dann sagt er, eigentlich geht's nicht. Jetzt kommt er nochmal und sagt, hey, komm, ich habe so einen Hunger. Ich weiß, du möchtest auch gerne essen gehen. Wollen wir essen gehen? Kennt ihr die Situation, wenn man einmal Nein sagt und man wird immer und immer wieder damit konfrontiert und irgendwann sagt man, ach, ja, weißt du was? Okay, ja, gehen wir doch. Der Nehemia sagt, nein, 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 nein. Und wenn er noch 27 mehr gekommen wäre, er hätte wieder 27 Mal Nein gesagt. Wenn er von etwas überzeugt war, hat er sich nicht abbringen lassen, auch wenn ihn andere weichklopfen wollten. Er war nicht stur, aber er war prinzipientreu. Standhaft. Und dann sagen sie in Vers 5 bis 6, da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seine Diener sagen, der Herr kam mit einem offenen Brief in der Hand, daran stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast, darum würdest du die Mauer bauen und wolltest ihr König sein, so sagt man. Macht euch darauf gefasst. Wenn man das Werk Gottes tut, wird man übel beschimpft. Man wird üble Nachrede über ihn hören. Was hat Nehemia gemacht? War beleidigt? Hat sich in ein Schneckenhaus verkrochen? Er hat es ignoriert. Er hat die Angriffe einfach ignoriert. Und dann kommt Vers 15. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul. In 52 Tagen. Ihr Lieben, das Volk Gottes hat 90 Jahre lang in Ruinen gelebt und sich als Volk Gottes bezeichnet und hatte gute Theologen, hatte Propheten, Sacharja und Haggai und Esra und Zerubabel und Joshua. Aber sie haben in Ruinen gelebt und gedacht, das wird so sein. Dabei hat es nur 52 Tage konzentrierte Arbeit erfüllt vom Heiligen Geist gebraucht. Vielleicht denken wir, wenn es schon über 100 Jahre seit dem Tod von Ellen White sind und wir kaum die ganze Welt erreicht haben, dann muss es ja noch 200 Jahre dauern. Und mindestens 100 Jahre, oder? Ganz China und ganz Indien, ganz Stuttgart zu erreichen, jeden einzelnen Menschen zu erreichen, das wird 100, mindestens noch 50 Jahre dauern, oder? 70 Jahre. Was denkst du, wie lange dauert das? Was denkst du, wie lange dauert es, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen, wenn Jesus sagt, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, alle drei sind mit dir. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie lange dauert es? Genauso lange, wie wir uns Zeit nehmen.
Genau so lange, wie viel Zeit wir dafür investieren können. Genau so viel, wie wir bereit sind, von anderen Dingen als Prioritäten wegzunehmen, damit wir das als oberste Priorität haben. Versteht mich nicht falsch. Gott liebt es, wenn wir Freizeit haben. Gott liebt es, wenn wir uns für alle möglichen Dinge interessieren. Gott liebt es, wenn wir uns ausruhen. Und das brauchen wir auf dieser Erde, ja. Aber wir haben auch noch eine Ewigkeit. Wir haben noch eine Ewigkeit. Aber wir haben nicht ewig Zeit hier. Und wir haben in unserem Leben nicht eine Ewigkeit. Die Jahre, die wir noch haben, entscheiden über unser Schicksal. Und wie wir sie nutzen, darüber, wann Jesus wiederkommt. Ihr Lieben, manchmal wird immer gesagt, wir müssen stets bereit sein. Ich bin bereit für die Wiederkunft. Ganz ehrlich, wenn wir alle stets bereit für die Wiederkunft sind, dann wäre Jesus schon längst gekommen. Ich glaube, wir sind nicht bereit. Ich glaube, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in Ruinen sind. Und wenn dann mal Sanballat an den Ruinen vorbeizieht, nicht wahr? Wenn der Papst seine Reise nach Amerika macht, dann sagen wir, siehst du, Sanballat, da ist er wieder. Nicht wahr? Da ist er. Und wenn Tobia vorbeizieht, dann sagen wir, siehst du, da, ich habe ihn erkannt, den Tobia. Vielleicht sind wir schon Spezialisten darin, die Wimpel und die Abzeichen von Sanballat und von Tobia zu erkennen. Aber die Mauern sind nicht gebaut. Die allermeisten Menschen in Deutschland haben noch nie etwas von der dreifachen Engelsbotschaft gehört. Und das, obwohl wir mehr als 100 Jahre hier präsent sind. Vor 50 Jahren gab es mehr Adventisten als heute. Die Mauern sind nicht gebaut. Und wir brauchen nicht mehr Zitate über den Papst. Wir brauchen mehr Menschen wie Nehemia. Ihr Lieben, es bräuchte nur 52 Tage, also metaphorisch gesehen, ich will nicht falsch zitieren, nur 52 Tage. Und ich stelle mir die Frage, welchen Einsatz, welchen Beitrag kann ich leisten? Und welchen Beitrag kann Juul Media leisten? Und welchen Beitrag kannst du leisten? Und hat keinen Aufruf machen mit da vorne kommen und aufstehen und dies und jenes. Ich würde gerne die Worte bei euch wirken lassen. Denkt mal drüber nach. Fangt mal an, euch wirklich für das Volk Gottes zu interessieren. So wie neben mir. Und zu schauen, woran liegt es denn eigentlich? Was ist in meinem Leben verkehrt? Woran liegt es in der Gemeinde? Und lasst uns fasten und beten. Und dann wird der Herr Erweckung schenken. Er wird Erweckung schenken, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Und er wird das Werk abschließen mit einer Schnelligkeit, die uns erstaunen wird. Und dann wird passieren, was in Nehemia 6, Vers 16 steht. Und alle werden erkennen, dass es das Werk des Herrn gewesen ist. Vielleicht ist das Größte, die allergrößte Ruine, dass das meiste, was wir tun im Werk Gottes, wir vielleicht aus Eigensucht, aus Darstellung, aus Egoismus tun. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, auch unter den Missionswerken. Dass jeder versucht, den anderen zu übertrumpfen, ein bisschen auf Distanz zu gehen. Wenn wir doch lernen könnten, uns alle gemeinsam vor Gott zu beugen. Und zu fasten und zu beten, unsere Herzen vor Gott zu demütigen. Ich glaube, Gott kann Großes tun. Ich glaube, es gibt Nehemias unter uns. Wer von euch möchte sagen in seinem Herzen, ich möchte mich Gott ganz weihen und ich möchte von Herzen einen Beitrag leisten zum Aufbau des Werkes Gottes. Ich will mich nicht damit zufrieden geben, die nächsten 20 Jahre weiter in denselben Ruinen zu leben. Ich möchte, dass die Ruinen gebaut werden. Ist das euer Wunsch? Dann lasst uns gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns die Augen dafür öffnest, dass du sehr viel mehr tun kannst, als wir es für möglich halten. Und Herr, wir möchten dich um Vergebung bitten.
dass wir mit viel zu wenig zufrieden gewesen sind. Dass wir mit viel zu wenig Erfahrung uns zufrieden gegeben haben. Und nicht die Schätze des Himmels in Anspruch genommen haben, die du bereit gewesen wärst, uns zu geben. Herr, vergib uns, dass wir unsere Prioritäten überall gehabt haben und nicht bei dir. Vergib uns, dass wir zwar oft von der Vollendung des Werkes gesprochen haben, aber nicht viel wirklich darüber nachgedacht haben und nicht viel uns hinterfragt haben, was dann von uns nötig wäre, damit es geschehen kann. Und Herr, wir wissen, du brauchst nur 12, die bereit sind, dir zu folgen, wohin du auch gehst. Du hast 12 ausgebildet und die haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass dieser Tag, dieser Moment, diese Gelegenheit, wo wir daran denken, dass es 7 Jahre Juul Media gibt, vielmehr ein Tag sein wird, den wir zurückdenken als den Tag, wo wir uns entschieden haben, neue Prioritäten zu setzen in unserem Leben. Als wir uns entschieden haben, uns dir ganz zur Verfügung zu stellen. Koste es, was es wolle. Und danke, Herr, dass wir das Beispiel von Nehemia haben, dass das Werk in kürzester Zeit abgeschlossen worden ist. Und danke, dass du verheißen hast, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirken möchtest. Und wir bitten dich so sehr, dass du das tust, dass du ein Wunder in meinem Leben und in dem Leben von all unseren Geschwistern, in unserem Leben tust, in unseren Gemeinden. Und wir danken dir, dass du verheißen hast, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist bis ans Ende der Weltzeit. So wollen wir unser Leben dir geben und dir danken, dass du uns führst. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen.